aus dem Studio an der Weser. 3 nach 9, die Talkshow aus Bremen. Und hier sind Ihre Gastgeber, Giovanni Di Lorenzo und Judith Rakers. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie da sind zu unserer ersten Sendung im neuen Jahr. Wir freuen uns sehr auf diese wunderbaren Gäste. Auf kaum einen Politiker ist man im Moment so neugierig wie auf ihn. Die einen sagen, er hat uns das ganze Trauerspiel um eine neue Regierung erst eingebrockt. Die anderen sagen, dass da endlich mal einer die Prinzipien vor die eigene Karriere gestellt hat. Ich bin sehr gespannt auf Christian Lindner. Er ist jetzt schon seit 25 Jahren wild and wicked und eine der Ikonen der Techno-Generation. Privat aber soll er sehr beschaulich leben auf dem Land. Mal gucken, wie wild er wirklich ist. HP Baxter von Scooter ist bei uns. Sie verkörpert eine Märchengestalt, mit der wir alle aufgewachsen sind. Die kleine Hexe, mit der sie jetzt in die Kinos fliegt. Ob sie der Fliegerei auch im Privatleben etwas abverlangen kann, erzählt uns die Schauspielerin Caroline Herfurth. Ob er einen Mörder im Tatort spielt oder den Hamlet auf der Theaterbühne, er kommt als Naturgewalt, Ausnahmeschauspieler, Regisseur, Dozent, DJ und Beatschnitzer. Endlich hat er mal Zeit für uns. Lars Eidinger. Bei ihr werden sich viele Eltern ertappt fühlen. Diese Kinderärztin sagt nämlich, wenn kranke Kinder in ihre Praxis geschleppt werden, sind sehr oft die Eltern das Problem, den Kindern geht es eigentlich ganz gut. Da bin ich aus eigener Erfahrung ziemlich neugierig. Dr. Karela Iswaran. Immer wenn er ein neues Buch schreibt, reißen wir es ihm aus den Händen, weil er so fantastisch erzählen kann. Dieses Mal nimmt er uns mit auf eine Reise nach Japan. Dennis Gastmann ist wieder bei uns. Herzlich willkommen. Er hat einen Film produziert und darin auch mitgespielt, in dem es ziemlich hart und direkt zugeht, wie im Leben auch. Denn er sagt, ich habe ein Herz für Geschichten von der Straße. Ich freue mich auf einen der beliebtesten deutschen Schauspieler. Ich freue mich auf Moritz Bleibtreu. Eine harmlose Warnung für Sie alle. Wir haben in den Archiven herumgestöbert und haben von fast allen ganz, ganz hinreißende Aufnahmen gefunden aus einem anderen Leben. Im Falle von... Oha. Da hat einer schon ein bisschen Grimmen. Ja? Vorfreude. Vorfreude. Ich habe auch große Vorfreude. Da muss ich auch sagen, es sind alle schön, aber ihr ist am schönsten, am originellsten, ja, sagen wir mal so. Absolut. Bei Moritz ist es eine hinreißende Aufnahme aus einer Serie, aus einer Kinderserie. Ah, und wenn es nicht da irgendetwas gab, was uns entgangen ist, war das die allererste Rolle von Moritz Bleibtreu. Vielleicht können Sie uns dann ein bisschen erzählen und erklären. Wir sehen diese Szene. Studio gesagt, süß, ja? Neues aus Ulenburg und das war, glaube ich, 1982? Ja, ich glaube, ich muss so 8 gewesen sein oder so. 9 heißt es? Hans-Peter Korff, das ist der Stiefvater, Onkel, ne? Genau, der war mein damaliger Stiefvater, meine Mutter und er waren damals verheiratet. Und der hat mich am Tisch gefragt beim Essen, ob ich nicht Bock hätte, diese Rolle zu spielen. Und ich sehe noch, wie meine Mutter so... Und in dem Moment, ich so, ja. Und dann musste sie mich das quasi machen lassen, obwohl sie das überhaupt nicht wollte. Warum eigentlich? Weil meine Mutter, Schauspielerin, Monika Bleibtreu, große Schauspielerin, unvergessene. Vielleicht auch teilweise deswegen, weil die einfach nicht wollte, dass ich als Kind auf so eine, wie sagt man, naive Art und Weise mit diesem Beruf in Berührung komme. Die wollte einfach, dass ich das lerne und die wollte, dass ich, die fand das nicht gut. Mhm. Gar nicht gut. Aber sie konnte halt nicht mehr Nein sagen. Aber das Krasse ist, erinnere mich, wie sagt man das? So an meinen Sohn. Wirklich? Unglaublich. Ich habe das 100 Jahre nicht gesehen. Das ist wahr. Der jetzt 9 ist? Der jetzt 9 ist. Der ungefähr genauso alt ist. Und was würde der Papa Bleibtreu sagen, wenn jemand sagen würde, komm, ich habe eine Rolle für dich?
was Ähnliches. Ich, also klar, wenn der jetzt wahnsinnig Bock drauf hätte und ich würde merken, das ist wirklich echt und das ist wirklich, der will spielen, dann würde ich sagen, ja, aber das ist momentan noch nicht so. Mhm. Der ist dabei, sich zu finden und der soll alles machen, was ihn glücklich macht. Und wenn es dann irgendwann mal spielen ist, dann das, wenn nicht, dann nicht. Aber ich glaube, was bei Ihnen auffällt, ist, Sie wirken da so, als hätten Sie nie etwas anderes gemacht. Also Sie hätten so eine, strahlen so eine Vertrautheit mit dem Medium aus. Das ist wirklich erstaunlich. Ich kann immer nur sagen, für mich war der Beruf wie eine Art Schicksal. Ich habe nie was anderes gewollt, mir nie was anderes gewünscht. Ich wusste immer, ich werde irgendwann Schauspieler. Ist nur die Frage, wie? Wie mache ich das? Ne? Ich wollte immer ein Filmschauspieler sein. Aber damals gab es das ja gar nicht. In meiner Kindheit und Jugend gab es ja eigentlich wirklich nur das Theater. Und das war auch meine Ambition dann, wenn man so will. Aber ich wollte eigentlich immer zum Film. Das war nur halt ein Traum, der war unrealistisch, weil es gab damals keine wirklich, also nur sehr wenig deutsche Filme. Mein Horizont, der bestand aus Tatort und Ein Fall für zwei. Mhm. Ich habe gesagt, wenn ich da mal irgendwann eine Hauptrolle spielen darf, eine Episodenhauptrolle, habe ich es geschafft. Und dann haben Sie gesagt, Sie wollen nicht mehr Fernsehen machen, sondern nur noch Film. Also Sie haben es dann verschmäht. Ja, aber nicht, aber nicht aus Abneigung dem Fernsehen gegenüber, sondern aus Leidenschaft und Liebe dem Kino gegenüber. Für den Film. Sie haben gerade gesagt, Ihre Mutter war gar nicht so begeistert am Anfang. Nee. Waren Sie denn immer begeistert von Ihrer Mutter oder war Ihnen Ihre Mutter manchmal ein bisschen peinlich? Ich weiß, worauf du anspielst, Giovanni. Ja, ja. Nee, doch, meine Mutter hatte eine sehr wilde Phase. Meine Mutter hat damals eine Phase gehabt, wo sie mit dem staatlichen Theater gebrochen hat und gesagt hat, ich will mit diesem ganzen Subventionierkram nicht mehr zu tun haben und hat eine freie Gruppe gegründet. Genau. Ja, aber das war ja schon, da war sie ja wieder ganz, das waren ja quasi die letzten Jahre, wo sie sich noch mal dazu entschlossen hat, eben doch mal wieder mitzumachen und nicht alles scheiße zu finden. Ja? aber sie hat und wie war die andere Phase? Die war dann doch mit 12,5 ist das schon anstrengend, wenn man irgendwie, ja, meine Mutter hatte halt damals so die Schläfen ausrasiert, ne? Gefärbte Haare, hat eine Produktionsfirma gegründet, damals eine eigene, die hieß die Hulks. Sah sie aus wie Scooter? Nach dem Incredible so Hulk. Das ist brav dagegen, um ehrlich zu sagen. Das ist nicht. Das stimmt. Nein, oder man hat sich dran gedacht. Du kannst dir heute gar nicht mehr so schockieren, wie meine Mutter damals schockiert hat. Das geht gar nicht mehr. Weil dafür sind die Mittel gar nicht mehr da. Ich weiß nicht, was du machen müsstest, um so aufzufallen, wie meine Mutter das damals gemacht hat. Wer hat gesagt, das Einzige, womit man heute noch schockieren kann, ist Langeweile? Das ist doch irgendwie. Ich weiß es nicht. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen wahr. Die war mir schon damals auch mal manchmal ein bisschen. Peinlich wäre zu viel gesagt, unangenehm. Aber. ich habe das gelernt, sehr und sehr zu umarmen und liebe das heute umso mehr. Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Sohn jetzt auch manchmal den Papa peinlich findet? Müsste ich ihn mal fragen, aber ich glaube nicht. Nee. Das ist eine Erfahrung, die man leider früher oder später macht. Ja, weiß ich gar nicht so sehr. Ich komme natürlich aus eigener Erfahrung. Ich komme natürlich aus der denkbar kleinsten Familie. Also ich bin Einzelkind, ne, mit meiner Mama alleine groß geworden. Das heißt, eine bestimmte Nähe zu dem Beruf und auch zu den Verrücktheiten, die der Beruf mit sich bringt, so, die war gar nicht, das musste so sein. Ich bin halt auf Probebühnen groß geworden und in Kantinen groß geworden. Weil Sie immer mitgenommen haben. Es ging gar nicht anders. Ne? Aber Giovanni, was findet denn deine Tochter peinlich bei dir? Alles, was irgendwie so aus der Norm fällt. Ja, ich finde, dass Kinder wahnsinnige Konformisten sind. Total. Wenn der Papa singt, was ich schon verstehen kann, weil ich überhaupt nicht singen kann. Aber das ist nicht das, weil ich so falsch singe, sondern damit, weil es den anderen auffallen könnte. Oder eine Pudelmütze, die lustig aussieht. Oder war es der Moment, wo Sie doppelt gewählt haben? Auch das? Nein, das hat sie Gott sei Dank noch nicht mitbekommen. Tut mir leid. Nee, das sind eher so Fragen. Muss man aufpassen heute. Ja, richtig. Wir haben ja noch 2 Stunden Zeit, um sie behalten zu zeigen. Genau. Es sind alle Sachen, die so ein bisschen aus der Reihe. Wir wissen, wie es Ihnen geht, Lars. Sie sind ja auch Vater. Ich bin auch Vater, ja. Nee, es ist tatsächlich. Ich kann es teilen. Also meine Tochter findet mich auch so, zum Beispiel, wenn ich Text lerne, sagt sie immer so, mach doch nicht immer die Stimme so tief, du machst immer so eine Schauspielerstimme, du sprichst doch sonst viel schöner. Also die kritisiert mich auch so als Schauspieler und findet mich da auch, glaube ich, teilweise peinlich. Ja. Mm. Aber das ist vielleicht nicht die Aber Einzige. Das liegt auch irgendwie in der Natur des Berufes. Aber es ist wirklich verblüffend, also. Ich muss es auch noch mal sagen. Ich fand es wirklich beeindruckend. War gut. Wie Moritz da, also auch. Wie du da wirkst. Du warst doch nie wieder besser. Austausch von Nettigkeit schon in den ersten Minuten. Nee, bei mir war das genauso, dass ich so, ich,
Ich mag so Kinder am Set eigentlich nicht. Mir tut das immer irrsinnig leid und ich denke dann so, Mann, warum, die gehören doch eigentlich auf den Spielplatz und nicht an den Drehort, ja? Und dann bin ich aber bei meiner Tochter selbst jetzt in die Verlegenheit gekommen, dass die ein Casting gemacht hat und das auch gewonnen hat und so. Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich immer dachte, ja, mach das doch, ja, das ist doch eine super Chance. Und habe dann aber irgendwie gespürt, dass sie sich da so ein bisschen gegen wehrt. Und dann habe ich mir auch die Castingbände angeguckt und hatte so das Gefühl, sie fühlt sich eigentlich gar nicht so richtig wohl. Oder sie fühlt sich auch so wahnsinnig unter Druck gesetzt, ja, und will dann auch so bestehen. Und das war so eins der ersten Zitate meiner Tochter auf die Frage hin, warum sie nicht auf die Bühne geht, hat sie gesagt, weil sie nicht versagen will, ja, oder Angst hat zu versagen. Ja. Und dann meine Frau hat dann entschieden, dass wir das nicht machen. So. Und ich glaube, es war auch richtig, aber ich ertappe mich immer noch dabei. Ich dann denke, ich meine, die war 10 Jahre, ich dann denke, man, das wäre die Chance gewesen. Aber, ja. Aber das ist ein aufrichtiger Spieltrieb bei Kindern, ist selten. Das ist nicht so häufig. Ich sage immer gerne, man sollte eigentlich immer eher die Eltern casten, bevor man die Kinder castet, ne? Weil das schon oft auch so ist, dass es die Eltern viel mehr sind, die dann Interesse daran haben, dass die Kinder spielen, als die Kinder selbst. Die ich habe meinen Wunsch weiter. Ja, ich habe viele Filme mit, also viele Kinderfilme, ne? Wir beide auch zusammen haben Kinderfilme. Caroline und Moritz. Ja, das ist nicht so einfach. Also ein wirklich aufrichtiger Spieltrieb, weil selbst wenn, das macht, ist halt auch anstrengend für so ein Kind. Ich weiß nicht, ich fand das schon cool. 3 Stunden fand ich super. Man darf ja nicht länger als 4 Stunden mit dem Kind arbeiten, aber das wird natürlich auch mal eine halbe Stunde länger. Und ich erinnere auch, dass ich Tage gehabt habe, wo ich so nach Hause wollte und sowas von überhaupt keinen Bock mehr hatte, obwohl ich das geliebt habe, was ich getan habe. Ne? Was soll dein Kind sagen, was eigentlich nicht wirklich einen aufrichtigen Spieltrieb hat? Ne? Das ist, da muss man vorsichtig sein. Also ich würde auch Moritz, besser im Erwachsenenalter anfangen, ist besser. Nee, da müsste man noch mal klären, ab wann man erwachsen ist. Und das ist ein anderes Thema. 18. Wie es im Gesetz steht. Nehmen Sie uns noch einen Moment mit in Ihre Kindheit. Als ich vor 13 Jahren nach Hamburg zog, da war St. Georg eigentlich schon ein sehr hippes Viertel, gentrifiziert. Als Sie mit 8 dahin zogen, da war das was anderes. Da war das offene Drogenszene. Kinderstrich, sehr viele Migranten. Wie haben Sie sich da zurechtgefunden? Sie haben irgendwo mal gesagt, Sie waren der einzige Deutsche, der da rumlief. Der einzige wäre übertrieben, aber ich war in der absoluten Unterzahl als deutscher Junge. Und außerdem, das Problem war aber viel eher, dass ich weder da noch da reingepasst habe. Weil die Deutschen haben gedacht, ich bin ein Ausländer. Und die Ausländer haben gedacht, ich bin Deutsche. Das hatte ich ja von beiden Seiten immer Schläge bekommen. Da musste ich halt gucken, wie ich mich da irgendwie positioniere. Mhm. Aber das ging. Am Anfang war das für mich ungewöhnlich und auch insofern neu, als das eben Gewalt was war, was ich gar nicht kannte in meinem täglichen Leben, in meiner Kindheit und also frühen Kindheit. Bevor Sie nach Sendung gezogen. Genau, da bin ich ganz behütet groß geworden, in Hofweg in Hamburg, in Uhlenhorst. Da gab es sowas nicht. Und auf einmal wurde eben sowas wie Gewalt zu einem täglichen Ding, womit du dich auseinandersetzen musst, obwohl du damit eigentlich überhaupt gar nichts am Hut hast. Und dann haben Sie die Schläge abbekommen? Ja, das blieb nicht aus. Und selber ausgeteilt? Erstmal nicht, nee. Das hat gedauert. Weil, wie gesagt, ich war in meiner Kindheit und Jugend überhaupt nicht, ich bin überhaupt kein aggressiver Mensch, habe da gar keine Ambitionen, prüge mich überhaupt nicht gerne. Aber irgendwann ging das halt nicht anders. Und so. Sie sagen aber auch, Sie haben was Positives mitgenommen aus diesem Umfeld. Oh, sehr viel sogar, ja. Nämlich? Ja, absolut. Ach, wie soll man sagen? Ich bin halt relativ frühzeitig dann eben, hab Freunde gewonnen, die eben eher aus dem Ausländermilieu, wenn man so will, kamen. Also nicht so viele deutsche Leute und hab da andere Gepflogenheiten in den Familien erlebt. Du weißt das, du bist auch südländischer Abstammung. Es gibt eine bestimmte Form von Herzlichkeit, eine bestimmte Form von Offenheit, eine bestimmte Form von Familien, also eine Einstellung zur Familie und zur Nähe innerhalb der Familie, die mir persönlich sehr viel gegeben hat und die ich so in deutschen Familien oft gar nicht so prägnant erlebt habe, wie eben Können Sie die Sprache auch ein bisschen dieser Migrantengruppen, die Sie kennengelernt haben? Nur die Flüche, nur Italienisch. Italienisch. Zigaretten bestellen? Auf Türkisch meinst du? Oder Italienisch oder Griechisch? Italienisch spreche ich, aber Französisch auch. Auf Türkisch wäre das Bir Paket Marlboro Lütfen. Uns fallen die erstmal, reicht der Satz, damit man erstmal drauf reinfällt? Nein, das nicht. Aber fluchen geht. Aber das mache ich jetzt nicht. Okay, nein, wir können das auch gar nicht überprüfen. Ja? Vielleicht sind das die nettesten Worte, die Sie sagen. Nein. Wenn Sie, vor 2 Monaten war Bärbel Schäfer bei uns zu Gast und da haben Sie ihr erzählt in Ihrer Sendung, Ihrer Radiosendung, dass Sie mal eingebrochen sind in ein Geschäft und
Turnschuhe geklaut haben. Ja. War das der Einfluss dieser lieben, warmherzigen Menschen, die Sie da kennengelernt haben? Nö, das glaube ich nicht. Das kann man so nicht sagen. Es war einfach, ja, das Umfeld, in dem ich damals bewegt habe, das war halt ein Umfeld, wo die Leute nicht so wahnsinnig viel Geld haben. Turnschuhe waren damals, was auch so den Sneaker-Hype, glaube ich, von heute irgendwie ausmacht. Das war einfach das Ding. Wenn du keine coolen Turnschuhe gehabt hast, dann gehörst du halt nicht dazu. Und wir hatten nicht das Geld für die Turnschuhe, also haben wir uns die dann geholt. Und, es war aber dumm und ich habe sowas auch nicht oft gemacht. War das der, war, die eine Nacht im Knast, war das deswegen? Ja, das war aber auch nur deswegen, weil meine Mutter nicht erreichbar war. Okay. Deswegen man hat sie geschnappt. Man hat sie geschnappt. Ja, die haben uns gepackt, also die haben uns geschnappt bei, wie sagt man, bei, also direkt halt. Ich stand noch so mit der Hand. Ach so, okay. Auf frischer Tat. Halt. Genau, auf frischer Tat, was meine ich. Ja, und dann war keiner da, der uns abholen konnte. Die beiden anderen Jungs, mit denen ich das zusammen gemacht habe, die konnten partout ihre Eltern nicht anrufen, weil die hätten die geschlachtet. Dann wusste ich, okay, ich habe gesagt, ich mache das mit meiner Mutter, die ist cool. Und die war nicht zu erreichen. Und dann musste ich erst mal, wusste ich, aber es gab da eine Kneipe, da war sie gerne. Da habe ich angerufen. Dann kam sie dann, zwei Stunden später. Hat gesagt, ich nehme die alle mit. Hat sie bestimmt riesig gefreut, oder? Über diesen Umweg. Nee, das war so sehr, ich wusste, dass ich genug Vertrauen zu meiner Mutter haben konnte, dass sie mir den Kopf nicht abreißt und sagt, okay, wusste ich aber auch, jetzt gibt es schon auch ein... Das meinte ich ja, es war... Ja, aber meine Mutter war da sehr pragmatisch. Ich weiß noch genau, am nächsten Morgen hat sie zu mir gesagt, du Moritz, pass auf, du weißt genau, ich bin eine alleinerziehende Mutter. Ich war so, was war, ich war nicht strafmündig, ich war 13,5 oder so. Mhm. Und die meinte, pass auf, Moritz, ich bin eine alleinerziehende Künstlerin. Das ist alles ein bisschen wild bei uns. Deine Noten sind für den Arsch. Du hast nur Fünfen und Sechsen. Wenn das Jugendamt jetzt zu uns kommt und die gucken sich hier mal um, dann haben wir ein Problem, wir beide. Dann habe ich gesagt, okay. Das hat gesessen? Das hat gesessen, ja. Ja. Ja, weil das stimmte wirklich. Also, und dann wusste ich, okay, wenn du jetzt die Füße nicht stillhältst, dann gibt es Ärger. Und dann habe ich auch keinen Quatsch mehr gemacht. Sie sind seit einiger Zeit auch Produzent, Co-Produzent eigener Filme. Der jetzt als nächstes dran ist, hat den schönen Titel Nur Gott kann mich richten und spielt in dem Milieu, das Sie jetzt beschreiben, nur nicht in Hamburg, sondern in Frankfurt. Und es ist die Geschichte eines, zunächst eines Kleinkriminellen, der aus dem Knast kommt und noch mal ein Ding drehen will, um sich mit seinem Vater ein besseres Leben in Spanien zu ermöglichen. Und daraus schauen wir uns einen kurzen, sehr wilden Ausschnitt an. Gerne. Nur Gott kann mich richten. Als ich den gesehen habe, muss ich sagen, ziemlich brutal. Also mehr als das, was man normalerweise sieht. Es ist ein Genrefilm. Genrefilm heißt? Ein Genrefilm heißt, das ist vor allem, also das ist kein Film, der eine großartig soziale Relevanz, politische Relevanz mit sich bringt oder irgendwas, sondern das ist eigentlich ein Film, der vor allem deswegen gefallen will, weil er emotional unheimlich stark ist, toll gespielt, geile Schauspieler, schnell, atemlos, keine Langeweile und eigentlich... Nee, es gibt keinen, der am Schluss irgendwie als Sieger da rausgeht. Nö, aber das ist ein Film über Antihelden, ne? Und die dürfen dann ja auch nicht wirklich gewinnen. Und es ist ein Film über ja, Antihelden, die eigentlich alle eins gemeinsam haben, nämlich, dass sie das Richtige wollen und das Falsche tun. Und es ist aber gleichzeitig eben auch kein, was in Deutschland dann immer unheimlich schnell passiert. Es ist dann auch kein Pamphlet für, ich weiß nicht was, jetzt reden wir wieder, jetzt schieben wir wieder die 25.000. Diskussion über Migration oder so an. Sondern es soll einfach wirklich nur ein Beitrag zum deutschen Genre-Kino sein, was ich finde, einfach nicht vielschichtig genug ist. Das deutsche Genre auch gehört, ist momentan... Moritz Bleibtreu will einen Migrantenfilm machen. Stimmt das? Quatsch. Das ist, habe ich hier von Migranten für Migranten, habe ich mal gehört. So ein Quatsch. Also, nein, natürlich nicht. Wir machen doch nicht einen Film für die oder für die oder für die. Das ist völliger Quatsch. Das ist ein Film und der ist für alle da. Aber was damit vielleicht gemeint war mit diesem Zitat, mit diesem Falschen, ist, es ist kein Film, der, was man oft gemacht hat, der dieses Milieu in Anführungsstrichen, der da drauf schaut und sagt, guck mal hier, wie aus unserer bürgerlichen Perspektive. Wir gucken da drauf und guck mal, wir zeigen das euch. Pädagogisch wertvoll. Genau, sondern es ist ein Film, der aus deren Perspektive gemacht ist und logischerweise deswegen auch für sie, aber nicht ausschließlich. Und Sie würden sagen, in der Sprache authentisch? Das kann man, glaube ich, schon so sagen, ja. Freue mich sehr, wenn Sie bald wiederkommen. Ich bin gespannt auf das nächste Projekt. Ja,
unser nächster Gast ist bereits zum vierten Mal bei uns. Wir begleiten ihn quasi durch sein Leben. Und er hat uns diesmal seine Reiseerlebnisse aus Japan mitgebracht, weil dahin nämlich seine Hochzeitsreise ging. Wir freuen uns auf Dennis Gastmann. Dennis, seitdem du das letzte Mal hier warst, ich glaube, es war vor 2 Jahren, ist einiges passiert. Du bist Vater geworden, du hast geheiratet und du hast plötzlich Rückenprobleme. Gibt es da einen kausalen Zusammenhang? Ja, das Alter. Das Alter. Du spielst wahrscheinlich auf die Trauung an. Es war in Stade, im Rathaus Stade, ein wunderschöner Tag in einem verregneten norddeutschen Sommer. Im Trauzimmer ist es so, da sitzt die Familie um dich herum, um das Brautpaar herum. Und es war unheimlich intim und schön und dicht. Und dann kam dieser magische Moment, in dem Frauen Taschentücher aus irgendwelchen Taschen ziehen und es emotional wird. Und die Standesbeamtin sagte, jetzt bitte erheben Sie sich. Und ich erhob mich und so auf halber Strecke habe ich einen Hexenschuss bekommen. Ich mit einem mäßig unterdrückten Schrei fiel ich wieder zurück auf meinen Hosenboden und die Standesbeamtin sagte, Herr Gastmann, es wird jetzt wirklich Zeit, Sie unter die Haube zu bringen. Also es änderte sich irgendwie mehr als mein Beziehungsstatus, merkte ich in dem Moment. Ich werde alt. Und du hast eine Wir erzählen hier mein Leben ich, mit, und mit sterben. Christian Lindner in einem Alter, ne? Genau. Nein, ich bin älter als Herr Lindner, darauf lege ich Wert. Welcher Jahr? Können wir gerade schon essen? Nein, ich glaube nicht. Aber Herr Lindner hat mir gerade stolz gesagt, dafür habe ich mehr Haare, sagte er. Ja. Er verriet mir aber auch, dass die nicht ganz echt sein. Das ist eine andere Geschichte. Ich bin ja ein Anhänger des technologischen Fortschritts. Ja. Wie bei Berlusconi, habe ich schon gesagt. Aber sieht gut wie bei aus. Jürgen Klopp. Ja, sagten Sie eben auch Berlusconi. Ja. Ich vergleiche mich lieber mit Jürgen Klopp. Berlusconi war echt hart, finde ich. Ja. Ja. Wobei, bei Ihnen sieht man das gar nicht so, dass Sie das haben machen lassen, finde ich. Bei einigen sieht man immer so diese komische Kante. So es ist, nee, ich glaube, das geht heute anders. Schön, dass wir wieder über politische Inhalte sprechen. Irgendwie passiert mir das in den letzten Jahren häufiger. Wenn wir erstmal unser Gespräch haben, seien Sie unbesorgt. Ja, also ich habe Hoffnung. Nein, ich habe das mal machen lassen. Ja. Sieht auch gut aus. 5 Jahre her. Ja, der Punkt war, wenn man einen Charakterkopf hat, den man auch ohne Haare tragen kann, soll man das tun. Wie, ich glaube, das britische Königshaus zeigt das gerade, dass das auch eine modische Entwicklung sein kann. William. Wenn man aber einen Kopf hat wie ich, dann empfiehlt es sich, ihn mit Haar zu bedecken. Und um liberales Wachstum zu generieren, ließ ich mir einst Haare transplantieren. Weil Sie keinen Charakterkopf haben. Ja, zumindest ist er sehr rund. Wir lassen jetzt die ganzen Witze, die sich anböten. Ich dachte, die FDP ist gegen die Regulierung und so weiter und so fort. Also, wir gehen weiter. Wir reden wieder über Dennis und seine Hochzeit. Wir erinnern uns, es gab diesen Stich in den Rücken. Ja, wir wollten über Japan reden. Wir wollten über Japan reden. Und das ist einfach, weil der Stich in den Rücken kam, als du eine Halbjapanerin heiraten wolltest. Deine Frau ist Halbjapanerin. Äußert sich das im Alltag? Und wenn ja, wo und wie? Wir haben jetzt hier mal Sushi besorgt. Das ist natürlich ein bisschen Klischee, aber... Das Süßeste an meiner Frau ist, und das war von Anfang an magisch, wenn wir Frühstück gemacht haben zusammen und sie anfängt, ein Rührei mit Essstäbchen zu quirlen. Zu quirlen? Dann stand ich manchmal neben der Pfanne, habe mir das angeschaut. In dem Moment liebe ich sie noch mehr als sonst. Ich finde es einfach zauberhaft. Aber dann habe ich immer gesagt, ich fand das rätselhaft. Ich möchte mehr über deine japanische Seite wissen. Wollen wir nicht zusammen nach Japan reisen? Sie würde jetzt sagen, ich dramatisiere, aber so war es. Und dann, in diesem Moment hat sie immer gezögert. Sie hat immer gesagt, ja, wir können reisen. Ich möchte auch dorthin, ich war auch lange nicht da. Aber möglicherweise ist meine Familie dann irritiert. Vielleicht werden sie uns sogar nicht gemeinsam empfangen. Das Problem ist, wir sind noch nicht verheiratet. Und dann musste ich erfahren, das hat sie mir erklärt, dass Familie in Japan etwas wahnsinnig Intimes ist, ein sehr enger Kreis, wie ein Organ, wie ein Herz. Und da lässt du nur einen Menschen hinein, der auch bleibt. Also sprich, jemanden, der auch deine Tochter am Ende heiratet. Das heißt aber im Umkehrschluss ja auch, dass man die Familienmitglieder erst dann kennenlernt, wenn eigentlich schon die Sache geklärt ist. Die Tanten, dort gab es dann in Japan 4 große Familientreffen.
Und dann habe ich die erst kennengelernt. Mal in einem 100 Jahre alten Sukiyaki-Restaurant in Tokio, das so zwischen diesen riesigen Wohntürmen einfach klein wirkte. Aber innerlich war das verwinkelt und verschroben ein bisschen. Die Wände aus Papier, überall knieten ältere Frauen. Ich habe geschrieben, das Haus der knienden Frauen. Und diese Frauen wurden immer älter von Winkel zu Winkel. Mal ganz nüchtern in so einem Raum, der eigentlich hygienisch und abwaschbar wirkte. Und einmal bei ihrer Tante in Kobe. Ist das die Tante, die auch schon mal in Deutschland gewesen war? Ja, die war in Deutschland und die kennt, also die lernt seit 30 Jahren Deutsch. Und sie spricht nur ein einziges Wort, das ist das Wort Entenfamilie. Entenfamilie? Niemand weiß warum, aber so ist es. Als ich hinkam, begrüßte sie uns relativ rasch mit dem Wort Entenfamilie. Es ist so, sie lernt auf sehr hohem Niveau. Sie und ihr Mann, der Onkel meiner Frau, nehmen die Lektionen aus dem Radio auf, so habe ich es verstanden, nehmen es auf Audiokassetten auf und lernen dann auf sehr hohem Niveau tatsächlich Grammatik. Ich habe mir das angesehen. Vielleicht denken wir, dass die ganze deutsche Sprache aus so schwierigen Wörtern wie Entenfamilie besteht. Es gibt ja noch Kugelschreiber und solche, also viel schwieriger. Sie wagen es einfach noch nicht, sie zu sprechen, weil ich glaube, sie wollen sie erst perfekt beherrschen. Und an den Wänden hingen bei den Landkarten von den Orten, die sie schon besucht hatten, also von den Ländern und dann den Orten. Die Orte waren eingekreist. Zum Beispiel auf einer japanischen Gruppenreise hatten sie Lübeck gesehen, sie hatten Hamburg gesehen und Bremen gesehen. Und ich fand dann einen Kringel um meine Heimatstadt und sagte zu meiner Frau, deine Verwandten waren in Osnabrück. Und sie lachte und sagte, was sollen die denn da? Nein, sie haben diesen Kringel gemacht, um dir zu zeigen, dass du jetzt zur Familie gehörst. Oh. Das ist schön. Ja, danke. Das ist schön. Wie habt ihr euch denn unterhalten? Also wenn die nur Entenfamilie gesagt haben, war das ja ein bisschen schwierig, ne, mit dem Gespräch. Auch das war manchmal eine klinische Situation. Also ich habe mittlerweile das Gefühl, meine Frau hat mich 4 Jahre vorbereitet, bevor wir heirateten, auf diesen Trip nach Japan, ohne dass ich es gemerkt habe. Ich habe mir Sprachfetzen parat gelegt. Hashimi Mashite, ich spreche es falsch aus, Netsi kennenzulernen. Ich konnte das Essen loben, Oishi, Oishi so, es ist lecker, es sieht lecker aus. Aber es kam immer wieder zu seltsamen Momenten. Wir waren zum Beispiel in einem Izakaya, in einer Bar, ein ganz kleiner Ort, so eine geniale Mischung zwischen Bar und Lokal. Also der Kneipier hat 6 Arme, er brät die Spieße, er wäscht das Geschirr, er zapft das Bier. Das ist diese Mischform, der Name steht für diese Mischform? Der Name steht zumindest ja auch für das Genre dieser Bar. Ja, okay. Was er genau übersetzt heißt, kann ich leider nicht sagen, ich bin Amateur. Es gab irgendwann den Moment, es waren viele, viele sehr betrunkene Leute um uns herum. Die waren sehr lustig, irgendwann kippte die Stimmung etwas. Es ist so, auch in Japan wagt man sich mit etwas Alkohol irgendwann aus der Reserve. Und ich dachte, jetzt ist genug, ich wollte die Rechnung bestellen und ein wenig angeben. Und ich sah die Bardame an, sagte, Okanjo onegashimas, ich bitte um die Rechnung. Und die Frau sah mich nur verstört an. Auch die Herren um mich herum waren verstört, schienen Asthmaanfälle zu bekommen. Und diese Bardame sah meine Frau an, die redeten dann miteinander. Irgendwas sag ich, was hab ich denn gesagt? Und sie meinte, du hast nicht um Okanjo die Rechnung gebeten, du hast um Okanojo gebeten, um eine Freundin. Und kamen die dann, oder? Die habe ich dann wirklich geheiratet. Es ist so, die deutsche Sprache zu sprechen, ist glaube ich, unglaublich schwer, weil sie 1000 Facetten und Millionen Facetten kennt, die japanische Sprache ganz genauso. Insofern habe ich mich da unheimlich dilettantisch manchmal angestellt. Was ist denn mit so Sachen, wo wir glauben, das haben wir schon gelernt? Also jeder war ja vielleicht schon mal Sushi essen oder jeder, der es mag und hat irgendwie auch schon mal versucht, mit Stäbchen zu essen. Mhm. Ich habe aber jetzt gelernt beim Lesen deines Buches, dass ich es falsch gemacht habe, ganz oft schon. Das Witzige ist, es sieht wunderbar aus, vielen Dank. Meine Frau sagt immer, Sushi ist die Bratwurst Asiens. sie sagt, wir Europäer fahren darauf immer so ab. Für uns ist das was Edles, für sie natürlich auch, es ist Kunst. Ich meine, natürlich, es sind Lehrjahre, die man da hinsichtlich bringen muss. Und trotzdem ist es eher was Gewöhnliches. Wir haben oft ein verschrobenes Japan-Bild. Sie sagt immer, ihr beschreibt uns wie Affen im Zoo. Wie verrückt, das sind wir nicht. Aber um zum Thema zurückzukommen, Entschuldigung. Naja, es gibt auch hier, alles ist in Japan Kunst.
Finessen. Ich kann sie so halten wie ein Gaijin, ein Fremder. Jemand aus dem Westen, der hält sie so, es ist okay, ich kann damit arbeiten. Klassisch wäre reine Lehre, noch einen Finger in die Mitte zu schieben, einen dritten Finger. Das ist aber schwierig, das muss man lernen. Die Finessen sind, diese Dinge haben auch eine Rückseite. Die etwas plattere Rückseite ist dazu da, dass ich mir etwas nehme von einem Gemeinschaftsteller. Das habe ich immer falsch gemacht. Ich habe das immer so darunter. Sinn dahinter, ich benetze diesen Gemeinschaftsteller nicht mit meinem Speichel. Also es ist etwas ein Mittel der Rücksichtnahme, auch der Hygiene. Nur mit dem Handschweiß, ne? Ja, natürlich. Stimmt. Das ist viel besser. Falls Sie mal nach Japan reisen, ein absoluter Fauxpas wäre, die Stäbchen während des Essens in den Reis zu stecken. Hier so, ne? Das darf man nicht. Genau. Noch weniger Prozente. Es bringt nämlich Unglück. Entschuldigung. Warum bringt das? Ich zeig's nochmal. Warum bringt das? Ich würde wirklich empfehlen, sie rauszuziehen. Oh, oh. Denn wieder raus, ganz schnell. Aberglaube ist groß. Nein, weil es an Totenrituale erinnert, an das Knochenheben. Es gibt nach der Einäscherung vergehen Tage und vergehen Wochen. Irgendwann kommen die engsten Verwandten zusammen, haben vor sich in einem Tempel die Asche und heben dann mit Bambusstäbchen, mit übergroßen Essstäbchen, die Knochen aus der Asche und heben sie in die Urne hinein. Wow. Das ist so einer der letzten Momente des Abschieds, nimmt etwas Schmerzvolles natürlich und daran erinnert es. Deswegen bringt es Unglück. Wer von euch kennt denn ein bisschen Japan? Moritz hat vorhin was erzählt. Gar nicht. Jetzt fangen wir damit nicht an. Doch, du hast vorhin erzählt, Japan. Die duschen bei 70 Grad und das glaube ich nicht. Die duschen bei sehr, sehr heißem Wasser. Und es gibt eben auch einige Sushi isst man nämlich angeblich gar nicht mit Stäbchen, sondern mit der Hand. Ja. Aber ich habe vorher schon gesagt, die haben dich verarscht, glaube ich. Ich glaube, vielleicht war ich auch gar nicht in Tokio. Vielleicht war das so ein Amusement-Park, wo ich da war. Was ich versuche mit dem Buch, mit dem vorletzten Samurai, ich versuche, diese Klischees zu nehmen, oder sagen wir gar nicht Klischees, sondern das Halbwissen, was du hast, was ich habe, was ich immer noch habe, und versuche, sie zu zerstören, versuche herauszufinden... Ein Viertelwissen draus zu machen, meinst du, oder? Ja, zumindest... Wir halten Japaner, die deutsche Berichterstattung ist oft sehr, sehr arrogant, finde ich. Japaner sind immer verrückt, sind aufgedreht, tragen Hello Kitty, tragen seltsame Sachen. Oft wird einfach nur ins Rotlichtviertel gegangen oder wird auf der Toilette, werden diese wunderbaren automatischen Toiletten gefilmt und sich darüber lustig gemacht. Aber wenn man etwas Abstand nimmt und zum Beispiel die Hygiene betrachtet, dann ist das sehr sinnvoll. Wir Europäer zum Beispiel, ich spreche es jetzt selber an, aber ich versuche es, um das Klischee zu zerstören. Wir hocken uns auf einen Deckel, auf einen Sitz aus Pressspan und pflegen dann uns nach dem Intimsten. Du meinst die Toilette jetzt, den Toilettensitz. Danke. Wir pflegen danach unsere intimsten Stellen mit rauem Papier abzuwaschen. Es gibt auch weiches Papier. Es gibt auch, Entschuldigung, aber dort, du machst die Toilettentür auf, der Deckel geht hoch, es von alleine hoch, du musst ihn nicht anfassen, es steigt etwas Wasserdampf auf, warmer Dampf, du lässt dich runter mit einem Surren, gibt dieses Gerät nach, am Ende wirst du... Ich hatte Angst. Ich hatte solche Angst. Kann ich gut verstehen. Das ist auch gut, dass Christian Lindner das jetzt hört, weil von Ihnen weiß ich, Sie planen demnächst mal eine Reise nach Japan, ne? Oder fänden es zumindest interessant. Ja, ich finde die japanische Kultur hochinteressant. Ich meine aber jetzt nicht nur die antike Kultur, sondern auch die Alltagskultur. Also angefangen von Comics über Kino, die Art und Weise, wie die Leute ihre Freizeit verbringen, ist ja ein ganz anderes Leben, also gerade in den großen Städten. Also ich möchte gerne mal nach Japan. Ja. Haben Sie Toilettenschuhe? Toilettenschuhe? Ja. Sie dürfen auch mal mit Ja oder Nein antworten. Also was ganz ist unmöglich. Das? Ja, das ist... Ja, das würde mich auch interessieren. Was sind denn Toilettenschuhe? Das ist etwas, das brauchst du. Du brauchst das. Ich finde, das so Überzieher oder sowas? Jeder Autor, der über Japan schreibt, wird irgendwann auf Toilettenschuhe angesprochen. Ich fand es immer verrückt. Ich fand es immer kurios. Ich kenne, dass man sich sozusagen die Schuhe auszieht, bevor man eine Privatwohnung betritt. Kommt auch hier gelegentlich vor. Genau. Gerne trägt aber der Deutsche einfach den Straßendreck einfach quer durch die Wohnung. Die Japaner gehen noch weiter, sie wechseln nicht nur in Hausschuhe, sie wechseln an der Schwelle, an der Schwelle zur Toilettentür in sogenannte Toilettenschuhe. Das sieht oft sehr damenhaft aus, das sind so Plastikschuhe.
die du nur auf der Toilette, also nur im Bad verwendest. Wie so Ballerinas, ne? Sind die? Ja, also die haben ein bisschen was von Ballerinas. Und danach wechselt man wieder zurück in die Hausschule. Das heißt, all das, meine Frau sagt immer, all das I, all die Bakterien, all die Keime, bleiben möglichst dort, wo sie finden Sie das sein sollen. Unterstreicht doch mal schön diesen erniedrigenden Moment an sich. Ne? Dann sind die Schuhe noch, dann weiß man so jetzt... Kann man sich eh nicht mehr blicken lassen, bis man rauskommt. Also ich hab immer gedacht, die japanischen Wohnungen seien alle doch relativ klein. Ja. Aber wenn Sie das Badezimmer beschreiben, dann wirkt es wie ein Tempel. Ja? Es ist ein Quadratmeter, da haben Sie recht. Es ist alles klein. Also eigenem Schuhwerk. Das kostbarste. Und man kann darin nicht laufen, aber stehen. Das kostbarste ist Platz in diesem Land, natürlich. Lars Eidinger kommt auch aus einem Elternhaus, wo es angeblich sehr reinlich zugegangen ist. Ne? Aber ja. Toilettenschuhe hattet ihr nicht. Nee, ich habe die ganze Zeit gedacht, weil Ballerinas hieß, dass man da so auf der Spitze durchläuft. Mann, ich bin aber möglicherweise. Nee. Möglicherweise. Ich war auch mal in Japan. Ich habe mich auch in Japan verlobt, zum Beispiel mit meiner Frau. Ah, ja. Ja, ich liebe Japan über alles. Und wir haben uns auch, weiß nicht, ob daraus inspiriert, aber wir haben uns auch so eine Toilette gekauft. Also, naja. Also so eine Toilette. Diese Dampftoilette. Nee, ja. Ja. Nee, sondern so eine Toilette, wo man sich danach mit einem Wasserstrahl den Po sauber macht. So. Und ich habe früher immer... Das habe ich tatsächlich von meinem Vater... Ich habe mich so schöne Sachen in Japan. Ja. Ja, wolltest du das noch hören oder nicht? Ja, ja, also auf jeden Fall, früher habe ich mich immer noch über den Badewannenrand gehangen und habe mir... Ich finde, das ist hygienischer. Und wenn man wie ich Haare am Po hat, dann ist es einfach reinlicher. Dann ist es einfach reinlicher. Okay. Ja, also, alle stellen sich jetzt so lange Zotteln vor. Ganz feine Haare. Feine Haare. Aber, wir kennen das ja aus der Welt. Ja, genau. Ja. Darf ich noch was sagen? Auf jeden Fall. Das hat es doch auch getan. Aber das, was ich auch interessant fand, das kennen Sie bestimmt auch. Das haben wir nicht, aber das mochte ich auch sehr als Idee. Das ist diese, es gibt auch so eine Armatur mit verschiedenen Geräuschen, mit denen man die Geräuschprinzessin. Genau, die Geräusche, die man selber erzeugt, übertünchen kann. Ich habe versucht, eine zu importieren. Dann sing doch was, wenn ich da sitze. Ja. Im Ernst? Jesus Christus. Also es gibt Vogelgezwitscher, es gibt aber auch, was ich ganz gut finde, es gibt zum Beispiel mechanisches Klospülen, weil das kennt man ja auch, wenn man pupsen muss. Entschuldigung. Das ist alles völlig in Ordnung. Ja, dann drückt man schnell auf die Spülung, weil es einem unangenehm ist. Ja. Und um Wasser zu sparen, gibt es sozusagen ein Geräusch, was die Spülung imitiert. Ja. Ich hab selbst versucht, eine zu importieren. Das ist echt schwierig. Drei Lauf Neul ist die Sendung mit besonders viel Tiefgang. Ja. Das wollte ich sagen. Eigentlich geht es in meinem Buch gar nicht darum. Ja. Es ist ein Abenteuer. Ich glaube auch, der ganze Ansatz ist irgendwie kaputt gegangen hier. Ja. Wobei ich den Titel Die asiatische Bratwurst wirklich besser finde. Aber okay, dann werde ich das an meinen Verlag weitergeben. Es ist ein Abenteuerbuch. Es ist auch nicht Maria im Schmeckstich. Es ist eine wilde Reise, eine magische Reise durch Japan von Tokio ausgehend bis nach Hokkaido im Norden, dann quer durch das Land, bis runter nach japanisch Feuerland, nach Kyushu. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel über Toiletten geschrieben. Nein, hast du nicht. Aber es sind natürlich sehr schöne Geschichten, die man sich da rauspicken kann, die sich sehr schön eignen, auch für diese Runde. Aber erzähl uns doch vielleicht noch, aber wirklich eine schöne, kurze Geschichte zum Abschluss. Damit wir nicht mit Toiletten enden. ich glaube, ein schöner Moment war für mich, ich bin manchmal sehr deutsch, ich neige dazu, mich sehr vorzubereiten auf Reisen. Und das ist manchmal ein Fehler. Meine Frau sagt immer, lass doch die Geschichten auf dich zukommen. Mhm. Und ich hatte so Ratgeber und Handbücher über Japan gelesen. Einer sagte zum Beispiel, es sei völlig normal, wenn Japaner in der S-Bahn onanieren, weil im Land der Schulmädchen und Schulmädchen-Pornos und Hentai... Jetzt fängst du aber wieder an. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich meine, also, schon echt. Eine schöne Geschichte am Ende. Da fällt mir die mit dem Onanieren ein. Sie war entsetzt.
Sie war entsetzt darüber und sagte, das ist nicht Japan, das ist euer Bild, das ist das Bild des Westens, es ist falsch. Und wir blickten über Tokio in der Nacht und die Hitze war aufgestiegen, es war eine Sommernacht, es hatte geregnet, es war neblig, wir sahen nur Farben und Lichter und sie sagte irgendwann, lass dieses Land einfach auf dich wirken, schmeiß diese Scheißbücher weg, Entschuldigung, lass es auf dich wirken und schreib deine Geschichte. Und du glaubst, alles müsste einen Sinn geben, da bist du typisch deutsch, sagte sie mir. Vielleicht ergibt Japan keinen Sinn und vielleicht muss es das auch nicht. Vielleicht gibt es das Schrille und gleichzeitig das Besinnliche, das Zen-Japan, die Tempel, die Insel der Götter, Miyajima. Das war für mich der schönste Moment. Also ich finde, wenn man das Buch liest, dann ergibt Japan sehr viel Sinn. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin auf ein großes Abenteuer mitgenommen worden. Es ist ein fantastisches Buch. Danke, dass du darüber gesprochen hast. Dennis Wasser. Caroline, Sie haben noch kaum was gesagt. Ich hoffe, ja. Sie fühlen sich wohl. Ja, das ist auf jeden Fall lustig. Was ist, macht Ihnen die Vorstellung, nach Japan fliegen zu müssen, Angst? Also nicht wegen Japan. Also bisher nicht jedenfalls, wenn wir noch ein bisschen weitermachen, ich weiß nicht, aber nee, Spaß. Ich würde sehr gerne mal nach Japan fliegen. Das Fliegen an sich ist jetzt nicht so meine Lieblingsbeschäftigung, ja. Das ist, warum nicht? Weil Sie Angst haben. Weil ich tatsächlich Flugangst habe, ja. Mhm. Aber früher nicht, keine Ahnung, das kam ganz plötzlich. Früher liebte ich das Fliegen. Es war wie Busfahren, man kann das Handy ausschalten, keiner kann einen erreichen, man ist über den Wolken, es gibt wahnsinnig viele unglaublich schöne Aussichten. Ich bin meistens sofort eingeschlafen, bin sehr oft geflogen und dann, also auch weit, das hat mir alles gar nichts ausgemacht. Und ich weiß nicht, ganz plötzlich ist sie gekommen und ich rechne sehr fest damit, dass sie auch ganz plötzlich wieder geht. Und es heißt aber, man kann sowas behandeln. Haben Sie das mal versucht? Nein, ich bin einfach zu Hause geblieben. Nein, ich bin einfach mit dem Zug gefahren. Zugfahren ist super. Okay. Ist auch viel umweltfreundlicher. Also es gibt... Ich habe ja eingangs gesagt, dass wir zu fast jedem Gast einen hinreißenden Film aus alten Zeiten gefunden haben. Bei Ihnen auch, einen wunderbaren Ausschnitt. Ich glaube, das muss Ihre allererste Rolle gewesen sein. Wenn ich mich recht erinnere, man glaubt es kaum. Was schätzt ihr so? 6, 7? Ich war, glaube ich, 10 oder 11. Nee, so wie Moritz. Also ich glaube, Sie waren genau 11. 11. Dann war ich 11. Und? Was haben Mama und Papa gesagt? Also erstmal, also meine Eltern sind ein sehr tolerantes Elternhaus. Und sie haben sich auf diese Abenteuer eingelassen. Und meine Mama ist mit mir zu dem Casting gegangen und ich habe diesen Film gedreht, danach haben sie gesagt, nicht weil es jetzt keine gute Erfahrung war, sondern weil sie gesagt haben, jetzt bist du erstmal wieder Kind und gehst ganz normal zur Schule, jetzt lassen wir das mal. Aber der Impuls kam erstmal von ihrer Mutter, wir gehen zum Casting, nein, oder wollten nein, sie wurde, zum Film? Um Gottes Willen, ich wurde gar nicht. Nein, ich war in einer Kindertanztheatergruppe im FEZ, Freizeit- und Erholungszentrum in Berlin, und da kam so ein Street-Casting, ein Kindercasting-Büro quasi dorthin, um nach Kindern zu gucken für diese Reihe Achterbahn im ZDF damals. Und hat die Trainerin angesprochen, die Trainerin hat die Eltern angesprochen. So, es ging einen ganz braven Weg. Und da hatten Sie das Gefühl gehabt, das ist mein Ding? Oder haben Sie da noch gesagt, das war eine interessante Erfahrung, mal sehen? Das ich weiß gar nicht, ob ich mir darüber so wahnsinnig viele Gedanken gemacht habe. Einfach gemacht. Ich habe es einfach gemacht und es hat mir totalen Spaß gemacht. Ich war völlig in Ordnung mit der Entscheidung meiner Eltern tatsächlich und bin dann erstmal weiter zur Schule gegangen und dachte sowieso, ich werde irgendwann mal Ballerina oder so. Aber dann heißt das, dass Sie an einem heißen Tag auf dem Schulhof waren, mit anderen zusammen, Seele und die Beine baumeln ließen. Und da kam plötzlich, wie im Film würde man denken, übertrieben, so eine Stelle muss man entschärfen, kam eine Castingfrau, eine Agentin vorbei, fixierte sie und sagte, sie müssen bei Crazy mitspielen. Genau, also eigentlich war ich total genervt und war sehr schlecht gelaunt und saß auf dem Schulhof, weil ich genervt war, dass meine ganzen Mitschüler nicht so einen Knick haben. Und eigentlich wollte ich was unternehmen. Und wir saßen halt noch bei wirklich starker Hitze. Und dann kam eine wunderschöne Frau auf mich zu und fragte mich, wie es zum Direktoriat ginge.
Und als ich, während ich antworte, hat sie mich die ganze Zeit so gemustert. Mit einem Blick, an den man sich dann irgendwann als Schauspieler gewöhnt, sei es der Oberbeleuchter oder der Kameramann oder die Kamerafrau oder was auch immer. Weil man halt immer so... Ich sag mal, was guckt sie mich denn so an? Und dann kam sie eben wieder und sagte, sie ist hier, weil sie eigentlich Darsteller sucht für einen Kinofilm, ob ich nicht Lust hätte, zu einem Casting zu kommen, und hat mir ihre Karte gegeben. Und das war dann der Einstieg? Das war dann der Einstieg, ja, genau. Dann bin ich zu diesem Casting gegangen. Das war mein erster Flug in meinem Leben. Der war sehr, sehr lustig. ich kam natürlich zu spät, das ganze Flugzeug wartete schon auf mich. Und zu spät, gleich beim ersten Dreh, super. Nein, beim ersten Flug. Ah, beim ersten Flug. Beim ersten Flug. Und dann waren wir den Rest des Fluges sehr laut, also vor Lachen. Und ich habe tatsächlich aufgeschrien, als wir dann aufgestiegen sind das erste Mal. Aber da hatte ich noch keine Angst, da fand ich es nur lustig. Genau, und dann... war das der Einstieg. Beim Drehen habe ich dann eine Kollegin kennengelernt und habe sie gefragt, wie das eigentlich funktioniert. Ich hatte keine Ahnung und sie erzählte mir von Agenturen und genau. Toll. Ich kenne sie natürlich, weil wenn man kleine Kinder hat, dann kommt man an ihren Filmen gar nicht vorbei, weil sie hinreißende, Moritz hat es vorhin angedeutet, Kinderfilme gemacht haben, manche auch zusammen. Also was mir Rico und Oskar, gibt es mehrere Folgen, dann jetzt sind wir ein bisschen mitgewachsen mit dem Film Fuck You Goethe, die ersten zwei Folgen, bei der dritten, glaube ich, waren sie nicht mehr dabei. Und jetzt kommt in ein paar Tagen ein Film in die Kinos, der nach einer meiner Lieblingsgeschichten gedreht worden ist. Sehr werktreu, finde ich, nämlich Die kleine Hexe. Und da haben wir einen Ausschnitt. Da sind sie aber schon groß. Für mich. Wie lange dauert das, bis man die Nase dran hat? Anfangs haben wir 2,5 Stunden gebraucht, wir sind aber relativ schnell runtergekommen, auf 1,5 ungefähr. Mhm. Wir haben das sogar, wir haben auf unserer Facebook-Seite von 3 nach 9 das sogar dokumentiert, wie die Nase daran kommt. Da gab es ja einen richtigen Nasenwettbewerb, denn es sind ja noch andere Nasen dabei. Susanne von Borjoli hat eine. Ja. Welche war denn komplizierter? Die von Susanna von Borjoli war definitiv komplizierter. Die hat auch noch Warzen. Okay. Und ja, ich habe die grad. Kleinste Nase tatsächlich. Ich bin ja aber auch noch die jüngste und die kleinste. Die süßeste von allen. Noch. Das ändert sich dann. Ich war mal mit Jogi Löw Spaghetti essen. Ah ja. Und da hat er wirklich ganz anerkennend und richtig schwärmend von Ihnen erzählt. Ist das mal bis zu Ihnen vorgedrungen, dass er ein richtiger Fan ist von Ihnen? Ja, das ist... Stalkt sie seit Jahren. Nein, seit Jahren. Das ist ein ganz dezenter Mensch. Sofort korrigiert. Nein, also tatsächlich ist das bei mir angekommen. Er hat, ich habe einen Brief bekommen irgendwann mit dem DFB-Siegel drauf. Und dachte erst, das ist jetzt Quatsch, also stimmt jetzt nicht. Aber das ist eine Anfrage als Spielerfrau, gibt's da auch. Ja, habe ich schon gehört. Das ist auch eine Rolle. Genau, erzählen Sie doch, Caroline. Genau, und dann habe ich einfach diesen Brief bekommen. Im Prinzip einen Fanbrief, nur halt mit diesem Siegel. Und da habe ich mich einfach gefreut und habe eine, ehrlich gesagt, eher unangenehme Postkarte zurückgeschrieben. Also eine nette Postkarte, aber auf so ein ganz hässliches Motiv. Ich hoffe, er hat sie nicht mehr. Und ich habe immer gehofft, sie ist nie angekommen. Aber er meinte, er hätte sie bekommen, tatsächlich. Was war denn das für ein Motiv? Na, einfach so ein Weihnachten. Es war Weihnachten. Ich weiß nicht, diese Karte noch. Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Es passieren mir manchmal so Dinge. Aber was daran romantisch ist, dass das tatsächlich handschriftlich passiert. Ja, das ist so eine toll. Echte Karte. Es war keine E-Mail oder irgend so ein... Wie heißt das heute? Meme? Diese Meme? Dinger, die sich... Ja, oder GIF. Ach so, GIF. So ja. Viel wert. GIF? Kennst du nicht? Nee. Das ist egal. Das ist ja, sicher. Ein animiertes Bild. Ah, okay. Oh, doch. Das bewegt oh je, sich. Oh je. Wenn ich zum Beispiel Bewegung. Jetzt immer nur so machen ich, würde ich und weiß, die anstoßen ich würde. Aber die Zeit erscheint ja auch auf Papier. Oh. Ja? Nein, da sind Sie ein bisschen hinter der Zeit her. Weil wir haben auch digital. Das ist, soll ich Ihnen erklären, was das ist? Ja, doch. Ich hab was Leuten hören. Genau. von Ihnen weiß ich, aber vielleicht ist das eine riesige Ente, dass Sie mal die Chance hatten, mit Kate Winslet einen Drink zu nehmen und Sie abgelehnt haben. Ja, das meinte ich mit den Dingern, die ich manchmal so mache. Also der Kate Winslet, ne, um sich ja, das mal vor Augen zu führen. Also ich bin ihr das erste Mal begegnet bei da ist sie, da sehen Titanic. Ja. Ja.
Genau, im Kino natürlich. Und habe sie wirklich sehr verehrt und hatte dann diese einmalige Chance. Auch da wieder ein Kurzschluss meines Gehirns. Ich weiß nicht, was los war. Ich war ehrlich gesagt einfach nur krank und hatte die ganze Zeit Angst, dass ich am nächsten Tag nicht mehr am Set stehen darf. Und da ich ja flissentlich und brav bin, dachte ich mir so, ich hatte eine Blasenentzündung, war einfach... Kate Winslet stand vor mir, kann jedem dann passieren. Ich dachte nur, Blasenentzündung, Alkohol, das geht nicht, ich muss nach Hause. Und habe eben dankend abgelehnt und saß im Auto und habe gedacht, wie hatten die reagiert? Wie hatten die reagiert? Sie hat mich angeguckt, als wäre ich ein bisschen komisch. Womit sie ja auch recht hatte. Und es gab keine Möglichkeit, das nachzuholen? Gab Nein, nur einen, diesen es einen Tag? Es ist eine einmalige Chance, was soll man sich nicht entgehen lassen? Postkarte schreiben. Ja, vielleicht habe ich meine Beine mit Stempel drauf. Wahrscheinlich nicht. Ja. So eine schöne Geschichte. Eher eine traurige Geschichte, ehrlich gesagt. Aber ich habe jetzt, ja, also ich hätte gerne die Chance zu wiederholen. Sind Sie noch eingeschrieben an der Humboldt-Universität? Ja. In den Fächern Politik und Soziologie? Ja. Gehen Sie noch hin? Ich habe letztes Sommersemester einen Kurs belegt über Menschenrechte. Ich habe aber wie man so braucht, diese ganzen Sachen, die man dafür machen muss, dass man die Punkte bekommt, natürlich nicht geschafft. Aber ich war immerhin da und habe zugehört. Und haben Sie vor, das zu Ende zu machen? Ich würde total gerne. Ich habe bis jetzt für die Hälfte des Bachelors, den macht man ja normalerweise in 3 Jahren, ich mache Teilzeit, das heißt 6 Jahre. Ich bin jetzt 10 Jahre dabei. Glückwunsch. Gut, Ring will Weile haben. Es begleitet mich erst schon eine Weile, diese Themen. Ich habe, glaube ich, ungefähr 2 Drittel geschafft. Mal gucken, wie viel ich fürs letzte Drittel brauche. Und ist Politik Hauptfach oder Soziologie? Es ist Sozialwissenschaften und setzt sich zu gleichen Teilen zusammen aus beiden Themen. Okay, und was wäre ein gutes Magisterthema für Sie? Das Bachelor. Bachelor, ja. Für unsere älteren Zuschauer, Herr Linda. Ein gutes Bachelor-Thema. So weit bin ich ja noch nicht. Da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Wahrscheinlich hat es irgendwas mit Gleichberechtigung zu tun. Okay. Dann, ich weiß gar nicht, wofür ich Ihnen jetzt viel Erfolg oder mehr Erfolg wünschen soll. Für die kleine Hexe, den nächsten Film oder für Ihren Bachelor. Ich würde sagen, den Bachelor. Das finde ich ein richtig gutes Projekt. Ja, danke. Herr Linda, ich habe Ihr Buch gelesen, Schattenjahre, und muss sagen, ich finde, es ist gut geschrieben. Deshalb habe ich es gerne gelesen. Sie haben eine Frau, die eine erfahrene und auch gute Journalistin ist. Lassen Sie es zu, da haben Sie es zugelassen, dass sie Ihnen auch ein bisschen hilft oder über die Schulter schaut beim Schreiben? Ja, meine Frau hat das Buch natürlich, während ich geschrieben habe, gelesen. Und ich glaube, dass mit die besten Passagen auch von meiner Frau inspiriert sind, die gesagt hat, Moment, du schreibst hier etwas sehr trocken und langweilig auf, um dich oder andere zu schützen, keine politische Reibungsfläche zu bieten, mach's doch einfach ein bisschen geländegängiger und süffiger. Und davon hat das Buch profitiert. Also die Lebhaftigkeit kommt durch den guten Einfluss. Ja, sie hat mich vor allen Dingen auch aufgefordert, vor allen Dingen an den Stellen, wo es auch passt und notwendig ist, mich selbst durch den Kakao zu ziehen. Und das gibt dem Buch, wie ich glaube, so ein bisschen eine Leichtigkeit. Politikerbücher neigen ja dazu. Und da steht jeder, auch ich, in der Gefahr, dass man im Nachhinein sich selbst für unfehlbar erklärt. Warum man das immer alles schon richtig gemacht hat, immer schon alles gewusst hat. Und so eine kritische Leserin zu haben, ist da einfach eine Lebensversicherung. Also Sie haben gleich zu Anfang, Sie sehen, ich habe das Buch wirklich gelesen, ja. Apropos Selbstironie, zitieren Sie aus einem Zeugnis, Christian ist ein guter Schüler, leider ist er sehr altklug. Wie lange hat denn das angehalten? Na, ich habe einen Beruf draus gemacht. Ja? Das steht nicht im Buch. Das erste oder zweite Klasse war das. Oh, da gab es ja Berichtszeugnisse. Ja, also ich habe immer schon Freude daran gehabt, mit meiner Meinung nicht hinter dem Berg zu halten. Schon in so jungen Jahren. Und in den jungen Jahren war das Publikum weniger oft begeistert, weil es sich ja nicht aussuchen konnte, mir zuzuhören oder nicht. Sie schreiben auch, dass Sie... also das haben Sie im Buch nicht geschrieben, aber Sie haben es im Zusammenhang mit dem Buch gesagt, dass Sie dramatisch Übergewicht hatten. 30 Kilo haben Sie dann innerhalb von wenigen Monaten abgenommen.
Das heißt, sie waren alt, doch, das steht sogar drin. Wörtlich steht, ich war alt, klug und dick. Wann kam denn die Wende? Auf welcher Seite? Ja, das ist auch das, was ich gerade so nachhallen lassen wollte. Naja, irgendwann habe ich festgestellt, dass das läuft ja nicht so, wie du dir das vorstellst. Du bist zu schwer. Und dann habe ich innerhalb von eben einigen Monaten in einem Himmelfahrtskommando mit Knäckebrot und Laufen im Wald 30 Kilo abgenommen und dann sofort wieder 5 drauf. Unverantwortlich eigentlich, das so zu machen, mit 14 oder 15. Mit 14? Mhm, ja. Und das hat unglaublich viel in meinem Leben verändert. Warum? Also nicht nur die Hosengröße. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die Mädchen in der Klasse mich irgendwie anders angeschaut haben, mit 25 Kilo weniger. Es hat vor allen Dingen für mich im Kopf eins verändert, nämlich, dass es möglich ist, wenn man einen Willen fasst, etwas in seinem Leben zu verändern und ihm eine grundlegend andere Richtung zu geben. Das heißt, das kam von Ihnen. Es gab niemanden, der Ihnen den Anstoß gegeben hat. Nein, das kam von mir, ja. Mhm. H.P. Baxter nickt hier so. Ja, weil was ich schwierig finde, ist, so Sport machen und so kann ich mir vorstellen, aber so auf bestimmte Nahrungsmittel, wie Erdnussflips zu verzichten. Das ist undenkbar. Cola, Erdnussflips, die ganze Bandbreite, ja. Moritz hat sofort angefangen zu lesen. Wenn man altklug ist und dann so viel Übergewicht hat, ist man dann ein glückliches Kind? Nein, ich wollte ja was verändern. Also ich habe eine glückliche Kindheit gehabt, aber wir sprachen ja eben schon über die Zeit, in der dann Kinder beginnen, ihre Eltern peinlich zu finden. Also irgendwie im Pubertätsalter. Da stellst du dir eine Frage, wer bist du selbst, was willst du eigentlich? Und da ändert sich was. Und da ändert sich auch das Bild, das man von sich selbst hat und die Ambition. Und ich habe da für mich eben das Gefühl gehabt, du fühlst dich erstens in deinem Körper so mit dem Übergewicht nicht wohl. Und zweitens war dann mein Wunsch, ich will gerne, wenn ich 18 bin, noch als Schüler eigentlich auf eigenen Beinen stehen. Und dann war mein großes Ziel, das nächste Ziel sozusagen, nachdem das Gewicht weg war, das Ziel ist jetzt, am 18. Geburtstag willst du eine eigene Wohnung und ein eigenes Auto haben, aber keinem Danke sagen müssen dafür, sondern dir das selbst erarbeiten. Haben Sie das geschafft? Das habe ich geschafft, ja. Womit? Ich habe mich. Sie hatten, glaube ich, nicht denselben Freundeskreis. Ich wollte gerade sagen, kleine Dealerei. Ja. Kleine Dealerei, aber das darf man jetzt nicht sagen. Ich habe irgendwann ein Gewerbe angemeldet. Mhm. Genauer gesagt, am 18. Geburtstag habe ich ein Gewerbe angemeldet. Und ich habe also im kleinen Stil so Werbung gemacht, so für Handwerksbetriebe. Was keine ganz so einfache Kiste ist, denn du gehst nicht zum Gewerbeamt und sagst: Guten Tag. Ich habe jetzt ein Gewerbe und dann kommen die Kunden. Das heißt, der erste Schritt war, wir mussten erstmal, das mit einem Schulfreund gemacht, erstmal Klinken putzen. Und das ist eine besondere Aufgabe. Viele sagen, ja, selbstständige Unternehmer, toll. Es heißt, du nimmst 20 Mal den Telefonhörer ab und 20 Mal hörst du, nein, kein Bedarf, bitte rufen Sie nicht wieder an. Und dann rufst du das 21. Mal auch noch jemanden an. Und dann vielleicht hast du eine Chance auf ein bisschen Umsatz. Und das können wir, glaube ich, alles belegen, was Sie sagen. Weil, ich habe ja gesagt, über jeden haben wir was Schönes rausgefischt. Wir haben gesagt, seins ist das Schönste. Das absolut Schönste. Er war 18 Jahre alt und ein seriöser Sender, die Deutsche Welle, war dabei, als Christian Lindner Unternehmer war. Wir schauen uns den Ausschnitt an. Ja. So hätte es auch kommen können. Ja, also ich will sagen, menschlicher Fortschritt ist möglich. aber der Hintergrund ist vielleicht ganz interessant. Ich sagte ja gerade, wenn du 18 bist und sagst, so jetzt will ich was anbieten, es kommen ja nicht automatisch Kunden. Wir hatten kein Geld, also ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie, also ich konnte nicht selber Werbung machen oder so, sondern du musstest in eigener Sache PR machen. Mhm. Und was haben wir gemacht? Wir haben natürlich uns versucht, an die Medien zu wenden. Und dann haben irgendwelche Lokalzeitungen geschrieben, die Unternehmensberater von der Schulbank. Und irgendwann wurde das Fernsehen auf uns aufmerksam. Und haben gesagt, so, da machen wir einen Beitrag drüber. Und dann sagt irgendwann der Redakteur, das ist ja völlig langweilig, was Sie machen. Sie müssen sich bitte ein großes Auto leihen, selbst wenn es nicht Ihres ist, damit wir irgendwie veranschaulichen können, dass da irgendwas los ist. Und kam das Auto von Ihnen oder vom Sender? Nein, es kam von uns. Da habe ich einen Bekannten gefragt. Und dann hieß es, ja, was Sie jetzt hier sagen,
das ist noch nicht angriffig genug. Also wir brauchen anderen Text, Herr Lindner, sonst können wir nicht senden. Ich verstehe. Und somit kann ich sagen, also es hätte auch anders kommen können, ich hätte auch vielleicht Schauspieler werden können. Das war meine erste Rolle. Das sich an wie in unserem Job. Ich meine, so ein bisschen, wenn, Sie, wenn ihr erstmal den zweiten Ausschnitt seht, natürlich, die Medien waren an allem schuld, wir sehen uns aber, schauen uns an, wie Sie damals über die Schule gedacht haben. Ja. Auf dem Schulhof in St. Georg, was hätten die Klassenkameraden mit so jemandem gemacht? Wir haben solche Klassenkameraden. Aber ich, da, meine haben mich zum Schulsprecher gewählt. Meine haben mich zum Schulsprecher gewählt, weil die haben gesagt, okay, der geht der Schulleitung und den Lehrern so auf den Keks, das ist für uns der beste Interessenvertreter. Und dann habe ich das 2 Jahre gemacht. Ja. Weil, als wir das uns angeschaut haben in der Vorbereitung, ist uns eingefallen, dass eigentlich jeder so einen in der Schule hatte, so einen mit Aktenkoffer. Meistens war der in der Schülerunion, nicht bei der FDP. Ja. Aber ich muss Ihnen ein großes Kompliment machen. Sie sind sehr, sehr, sehr viel sympathischer geworden. Ja, vielen Dank. Es gibt, ich war jung und brauchte das Geld. Ja, so, das ist voll verständlich. Für die Kiste. Aber ich bin aber das auch sympathisch. Ich mag so Typen, die immer so ein bisschen over the top sind. Also man muss ja, von Ihnen heißt es, dass Sie seien sowieso ein großer Lindner-Fan. Ja. Ne? Also von Ihnen heißt es, Sie seien ein großer Lindner-Fan. Sie sind jetzt nicht in Verlegenheit. Nein. Wahlgeheimnis. Ja, ich will es im Nachhinein noch mal sagen, es ist ulkig zu sehen. Man selbst hat auch so ein Gefühl der Fremdheit, wenn man das sieht. Wenn ein bisschen die Geschichte erläutert. Aber ich will für mich ganz, also man kann auch drüber lachen, und viele lachen ja auch darüber. Ihre Kollegen von Stern TV haben das ja im Bundestagswahlkampf schon breit gespielt, um da so ein Thema draus zu machen. Ich muss sagen, ich schäme mich deshalb nicht dafür, weil ich sage, naja, gut, ich war 18, ich habe da begonnen, meinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen, das 7 Jahre gemacht, und ich muss heute sagen, ich bin jetzt ja Berufspolitiker. Ich profitiere eigentlich enorm davon, dass ich mal irgendwie auch von ganz unten in der Selbstständigkeit angefangen habe und jeden Euro, den ich ausgeben wollte, vorher selber verdienen musste. Weil, Sie haben es vorhin schon angedeutet, Sie kamen nicht aus einer sogenannten Rama-Familie. Und Sie haben auch gesagt, also Ihre Kindheit war eher Sozialwohnung als Villa. Und was mir wirklich imponiert hat und mich auch berührt hat, dass Sie gesagt haben, meine Mutter war 17, als sie schwanger wurde. Was im Rückblick, was verdanken Sie Ihrer Mutter besonders? Ich verdanke meinen beiden Eltern, also auch meinem Vater, enorm viel. Haben sich früh getrennt? Die haben sich früh getrennt, aber trotzdem, ich hatte jetzt dann eine Familie an unterschiedlichen Standorten. Bei meiner Mutter habe ich gelebt und groß geworden, meinen Vater habe ich aber auch ganz regelmäßig gesehen. Ich verdanke meinen Eltern alles. Also ich bin fest davon überzeugt, man kann im Leben viel erreichen und das Leben prägen. Aber was du immer brauchst, ist das Gefühl, aufgefangen zu werden im Zweifel, als Mensch gemocht zu werden. Du kannst im Leben hinfallen, es kann was daneben gehen, aber es gibt eine Familie, die ist im Zweifel da und fängt dich auf. Ich habe von meinen Eltern natürlich Bildung mitbekommen. Also der Schlüssel, um im Leben etwas wirklich zu erreichen, ist, dass man gebildet ist, kulturellen Horizont hat. Und nicht zuletzt, ich habe gerade von meiner Mutter gelernt, dass du dich eben auch im Leben mal durchbeißen musst und auch gegen Widerstände was erreichen musst. Geschenkt wird einem nichts. Und deshalb, was ich heute so in der Rückschau mit 39 sage, also ohne meine Familie, auch ohne Freunde, wäre das alles nicht möglich gewesen. Und sind Sie eng mit Ihrer Mutter heute noch? Ich bin mit meiner ganzen Familie, meiner Mutter wie meinem Vater eng. Oh. Ich frage auch deswegen, ich selber habe auch einen Vater, der 19 war, als ich auf die Welt kam. Das ist auch nicht ganz leicht, muss man dazu auch sagen, für jemanden. Ja, es ist eine besondere Beziehung. Also meine Mutter war dann Anfang 20, als wir alleine gelebt haben, und ich 5, 6. Du wächst natürlich dann in eine andere Rolle rein. Stichwort altklug in der Schule. Weil du bist dann plötzlich in der Rolle, wo du nicht nur Kind bist, sondern teilweise auch in einer Erwachsenenbeziehung. Und so erklärt sich dann altklug. Ne? Das überträgt sich dann auch. Und natürlich in so einer Zweierbeziehung spielst du eine andere Rolle als in einer Großfamilie mit 5 Kindern, wo es heißt, jetzt komm, jetzt unterhalten sich die Erwachsenen, sondern du bist da fast ein gleichberechtigter Partner.
Und klar, was auch sehr anstrengend ist für ein Kind. Ja, das ist zumindest eine besondere Prägung. Also anstrengend. Es war bei mir eben so. Man kann sich das nicht aussuchen, die Biografie. Man kann nur versuchen, das Beste aus dem zu machen, was man so an Startbedingungen hat. Mhm. Ich finde, das verdient einen Applaus. Das ist gut. Was mir im Buch sehr aufgefallen ist, ist, wir erinnern uns noch an den 22. September 2013, Bundestagswahl, da, wo Ihre Partei rausgeflogen ist, tiefer Fall, mit einem ganz hohen Sockel abgestürzt. Und Sie haben schon um 15.50 Uhr Ihren Parteifreunden eine SMS geschickt mit wenigen Worten, die hießen, die Katastrophe ist da. Also noch bevor die Wahllokale geschlossen haben, haben Sie schon gewusst, das wird nichts mehr. Da kann man auch keine. Aber was mir dann irre beeindruckt hat, in den Stunden danach, statt in Verzweiflung zu stürzen, Ratlosigkeit oder irgendwie große Gespräche, Sie haben, so schildern Sie es jedenfalls, angefangen an dem Abend den Wiederaufstieg der FDP zu planen mit Ihnen an der Spitze. Wie, also ich habe mich gefragt, wie macht man das? Also was war das, die Intuition des Momentes, oder war das eigentlich immer schon Ihr Wunsch, mal der Chef zu werden der FDP, und Sie haben auf die richtige Gelegenheit gewartet? Ja, also so verheißungsvoll ist das nicht, wenn eine Partei gerade zum ersten Mal in der Geschichte aus dem Bundestag rausgefallen ist, zu sagen, ha, endlich, jetzt werde ich der Chef. Also der Kapitän auf einem untergegangenen Schiff zu sein, das ist jetzt nicht nur ein Renommierjob. Man muss aber ja damals sagen, waren Sie ja nicht der Kapitän. Ja, ja, aber ich wollte es ja dann werden. Und man muss sagen, in der Geschichte unseres Landes, wenn eine Partei mal komplett aus dem Bundestag raus war, ist sie niemals zurückgekehrt. Also das war eine unsichere Kiste. Aber ich glaube daran, an die Idee, die damit verbunden ist. Es ist ein sehr menschenfreundliches Bild. Man glaubt, dass der Mensch fähig ist zur Selbstverantwortung und von Natur aus eher tolerant und großzügig. Aber die Idee dazu, ich rette jetzt die FDP, kam die Ihnen an dem Abend in der Stunde der Niederlage? Oder war ja, sicher. Sonst hätten andere ja weitergemacht. Sondern es war die komplette Führung weg. Also die Bundestagsfraktion weg, die Minister weg, die alte Parteiführung weg. Und dann muss ja einer sagen, okay, ich habe ein Gefühl, einen Plan oder eine Idee hast du in der Spontanität nicht. Aber ich habe ein Gefühl, wie es gehen könnte. Ich muss sagen, ich war ja dann schon nicht mehr im Bundestag, sondern ich war seit 2012 im Landtag in Nordrhein-Westfalen, war damals Spitzenkandidat, als wir bei 2% standen, dann kamen wir aber doch rein mit 8%. Und da haben wir so ein Bild gemacht in dieser schwierigen Zeit. Also was ist eigentlich, was könnte der Beitrag einer liberalen Partei in Deutschland sein? Eine Partei, die nur Mehrheiten beschafft oder von organisierten Interessen abhängt. Also das ist nicht das, was so attraktiv ist, sondern was könnte das andere sein? Das ist der Glaube an den Einzelnen, Bildung und so weiter. Und das hat in NRW geklappt und mein Gefühl war, dieses Konzept könnte auf Bundesebene auch erfolgreich sein. Und es hat ja dann funktioniert. Jetzt machen wir einen Sprung um 4 Jahre und 2 Monate, gehen in den November vergangenen Jahres und nächtliche Pressekonferenz, in der Sie den besonderen Satz und bleibenden Satz gesprochen haben, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Sie sind aus den Jamaika-Sondierungen ausgestiegen. Haben Sie in dem Moment mal wenigstens den Zweifel gehabt, das ist jetzt der größte Fehler, den ich begehen kann? Nein, in dem Moment nicht, aber in den Wochen vorher haben wir natürlich überlegt, geht das oder geht das nicht? Das trifft man ja nicht leichtfertig. Und das Ziel eines Politikers ist, zu gestalten, zu regieren. Entschuldigung, was heißt denn in den Wochen vorher? Das heißt, Sie haben schon vor Beginn der Sondierungsgespräche überlegt, dass Sie eventuell ganz hinwerfen, das gar nicht zustande kommen lassen? Nein, aber während der Sondierungen haben wir gesagt, Frau Rakers, die Chance, dass es klappt, ist 50-50. Da haben Sie das laut gesagt, auch vor der Kanzlerin? Vor der Kanzlerin habe ich es noch deutlicher formuliert. Noch pointierter. Also aber in den Medien, öffentlich, 50-50 ist die Wahrscheinlichkeit. Ich will einen Satz noch sagen. Das also heißt, Sie sind nicht reingegangen, ich will es schaffen, mit dem ganzen Willen. Nein, es Frau muss Rakers. Irgendwie klappen, wir müssen Nein, Kompromisse Frau finden. Nein, Frau Rakers. Ich sage Ihnen auch, warum nicht. Ich hatte die Wahlprogramme gelesen und wusste deshalb, wie widersprüchlich das ist. Wir sind aus dem Bundestag rausgefallen 2013. 4 Jahre, Sie haben die gerade übersprungen.
Ich musste sie mit meinen Freundinnen und Freunden durchleben. Mhm. Durchleben, sage ich mal. 4 Jahre durch jeden Marktplatz, durch die Hallen. Und ich habe sozusagen jeden Wähler der FDP persönlich mal mit Handschlag begrüßt. Und er hat gesagt, ja, kann ich euch trauen, vertrauen? Und habe ich gesagt, ja, geben Sie uns doch mal eine Chance. Das, was wir sagen, daran fühlen wir uns gebunden, was wir tun wollen. Bildung nach vorne, Bildungssystem reformieren, nicht so dieser Wettbewerb zwischen den 16 Ländern, um nur ein Ding zu sagen. Da muss sich in Deutschland was verändern. So, und in Nordrhein-Westfalen im Mai 2017 haben wir ein tolles Ergebnis erzielt, da war ich auch ja der Kandidat, und haben eine Regierung gebildet. Interessanterweise in Schleswig-Holstein auch, sogar eine Jamaika-Koalition. Da war ja auch Herr Freund. Also das zeigt, also wenn es geht, geht's, machen wir's. Nur im Bund war die Lage eine ganz andere. Dann haben wir 4 Wochen gesprochen. Ich muss aus heutiger Sicht sagen, ich bedauere nicht das Nein. Das Nein war eine Investition. Aber was bedauern Sie? Ich sage ja, das Nein war eine Investition in Glaubwürdigkeit, wenn man irgendwann mal wirklich gestalten will. Was ich bedauere ist, dass dieser ganze Prozess 4 Wochen gedauert hat. Die Grünen haben 2013 eine Woche gesprochen und dann war Schwarz-Grün beendet. Und da hat keiner was gesagt. 4 Wochen. Das würde ich nicht nochmal machen. Das hat 50 Leute, die da an einem Tisch sitzen, die Bilder vom Balkon, immer neue Papiere, in denen drinsteht, wo man sich nicht einig ist. Da muss man früher den Mut haben zu sagen, das läuft so nicht, wir können hier so nicht weitersprechen. Letzte Frage. Ich glaube, es gibt bestimmt viele Leute, die sagen, der Mann hat Haltung gezeigt. Es gibt aber bestimmt auch viele, die sagen, jede Koalition bedeutet Kompromiss, das sind Synonyme. Wenn man jetzt sieht, bei den Sondierungsgesprächen, wie viel Kröten Union und SPD schlucken mussten, ja, dagegen ist das, was man den armen Leuten da im Dschungelcamp verabreicht, das reinste Zuckerschlecken. Das ist dann doch ein ziemlicher Ego-Trip gewesen von der FDP. Ich frage, es gibt bestimmt Leute, die das so denken und fühlen und sagen, jetzt haben wir dieses ganze Gequäle und Gewürge, ja, weil der Herr Lindner, der die Parteienlandschaft aufgemischt hätte, ja, wenn er mitgemacht hätte, in einer Konstellation, die es so noch nie gegeben hatte, ausgestiegen ist. Also bekümmert Sie das null? Das hatte ich erwartet, dass das so kommt. Wobei das mit dem Ego-Trip ein bisschen merkwürdig ist. Also zu sagen, du verzichtest auf ein Ministeramt mit Apparat, Dienstwagen, Dienstflugzeug und Pension. Das ist der Ego-Trip? Also das kann man sagen. Egal, wie du entscheidest, das war mir klar, als ich mit unseren Freunden beraten habe, wie machen wir es. Egal, wie du entscheidest, es hätte Dresche gegeben. Das war klar. Es gibt Dresche. Gehst du in eine Regierung rein, wo die Wahlprogramme total gegeneinander stehen. Ich sage nur CSU und Grüne und FDP. Die sind weiter auseinander als CDU, CSU und SPD. Die regieren ja schon, große Koalition, jetzt 4 Jahre. Also gehst du in eine solche Regierung rein mit Widersprüchen, machst keine Kompromisse, sondern brichst dein Wort mehr als einmal, gibt's Dresche. Ich habe schon gehört, Umfaller, Postengeil, Machtgeil. Ich habe es schon im Ohr gehabt. So, und die andere Variante ist jetzt, da muss man sich anhören, ja, ihr hättet doch regieren können, ihr hättet es besser machen können und so weiter. Okay. Wenn es nicht besser geht, dann muss man sagen, wirbst du wieder eben auf den Marktplätzen und in den Sälen der Republik. Wenn man das 4 Jahre gemacht hat, scheut man sich auch nicht, noch mal eben über die Marktplätze zu ziehen, okay, und für seine Position, Herr Lindner, zu werben. Allerletzte Frage. Sie können Sie mit nur einem einzigen, ja, Wort beantworten, wenn wir jetzt uns wieder 4 Jahre später vorstellen. Was ist dann wahrscheinlicher, dass Sie wieder Chef einer Werbeagentur sind oder Vizekanzler? Vizekanzler. Vizekanzler. Vielen Dank, Herr Lindner. Wir rechnen fest dann mit Ihrem Besuch. Freut sich sehr und ich mich auch, weil wir baggern schon so lange an Ihnen rum und sind total froh, dass Sie endlich bei uns sind. Ja, ich freue mich auch, wirklich. Ach, sehr. Schön. Wir haben jetzt gerade schon gehört von Caroline Herfurth und von Moritz Bleibtreu, wie die beiden ins Schauspielfach gekommen sind. Bei Ihnen sollen 2 Personen ausschlaggebend gewesen sein. Das eine ist ein Robbenpfleger. Ja, die Geschichte habe ich mir selber so ein bisschen konstruiert im Nachhinein. Ach so, vielleicht stimmt gar nicht. Nee, doch, vielleicht stimmt sie auch. Nee, es war immer so. Ich fand sie gut. Nein, konstruiert im Sinne von, dass das wahrscheinlich schon ein Hinweis darauf war, was ich eigentlich werden will. Weil ich habe immer so auf die Frage, was willst du werden, Zoowärter
eingetragen. So. Auf der einen Seite war ich wahnsinnig tierlieb, aber es hatte wirklich den Hintergrund, dass in Berlin finden die Robbenfütterungen öffentlich statt. Mhm. Der steht oben auf dem Fels und dann versammeln sich die Leute und der wirft die Fische runter und am Ende wird applaudiert. Und ich wollte immer oben auf diesem Felsen stehen. Das hatte wirklich weniger damit zu tun, dass ich Gehege sauber machen wollte oder Tiere streicheln, sondern ich wollte einfach nur angeguckt werden von den vielen Menschen. Und Applaus spüren. Genau, ja. Und das, ja, ich glaube, deswegen Robbenpfleger. Mhm. Und das ist eine schöne Geschichte, auch wenn sie nicht wahr ist. Doch, die ist wahr. Ja. Nein, ich meine, ja, konstruiert im Sinne von rekonstruiert. Ah, okay. Also auf die Frage, warum wollten Sie Schauspieler werden? Mhm. Nein, die stimmt wirklich. Nein, nein, es war nur, ich habe halt immer überlegt, eigentlich wollte ich schon immer Schauspieler werden. Ich habe es vielleicht am Anfang nicht so benennen können, sondern bin den Umweg über Robbenpfleger gegangen. Die zweite Person, die quasi mit zuständig gewesen sein soll, ist Morten Harket von Aha. Ja, das stimmt. Ja. Ein Popsänger. Ja. Was hat der damit zu tun? Ehrlich gesagt, wenn Sie jetzt den Namen sagen, kriege ich schon wieder Herzklopfen. Ich bin einfach verknallt in Morten Harket. Also früher schlimmer als heute, aber es ist für mich wie vielleicht Mädchen in Ponys verliebt sind oder so. Das kann ich sehr gut verstehen. Ja. Ja, da ist er. Ja, ich weiß es. Für mich ist es Jesus Christus. Es war einfach jemand, den ich angebetet habe. Einfach wie diese ganze Erscheinung, diese Frisur, wie viele Stunden ich mit Haarspray im Bad stand und versucht habe, diese Tolle irgendwie zu rekonstruieren. Und die Musik, das hat mir so viel bedeutet. Und das war so ein bisschen der Initial Shock, dass ich so gemerkt habe, ich möchte auch Jesus werden. Also ich möchte auch Morten Harket sein. Und das war so ein bisschen die Initialzündung. Ja. Wie hat sich das Anhimmeln denn geäußert? Heute würde man ja sagen, man ist Fanboy. Gab es zum Beispiel Poster? Ja, ja, alles. Also komplett. Also Mädchen haben Pony-Poster dann da hängen, wenn sie Ponys anhaben. Ich hatte alles. Ich hatte alle Starschnitte, ich hatte alle Postkarten, ich hatte jedes einzelne Poster, was es jemals von Aha gab, hing in meinem Zimmer. Ich habe aus Plattenläden, aus der Auslage Pappaufsteller gekauft und meine Mutter musste dann sogar so einen Pullover nachschicken, von dem die Bravo behauptet hat, es wäre der Aha-Pullover. ich hatte alles. Ich verstehe das ja alles, aber Aha. Ja, ich habe es ja dem HP Baxter schon gestanden, dass ich ein total guter Fan bin. Insofern kann ich das... Auch ein Scooter, echt? Ja, total. Ich finde, Aha wäre auch ein guter Text für einen Song, oder? Was denn? Aha wäre ein guter Songtext. Aha ist ein guter Songtext? Ja. Aha, aha. Ja. Ja. Das hatte schon jemand, ne? Jetzt noch, aha, aha. Das gab's schon. Jetzt noch geschrien durch ein Megafon. Nein, aber es ist immer noch so, ich finde die Stimme von Morten Harket wirklich sehr speziell. Und da gibt es heute jemanden, ich weiß nicht, der ein oder andere kennt ihn vielleicht, Anthony Hegarty, der ähnlich singt, finde ich. Ich finde, man hört es raus aus allem anderen und es ist sehr von den Stimmungen sehr speziell. Und es gibt ja Sachen aus den 80ern, die man heute nicht mehr hören kann, weil sie so mies produziert sind. Ich finde, es hat immer noch für mich eine Gültigkeit. Sie haben gesagt, Sie wollten auch wie Jesus sein. Ja, tut mir leid. Er lacht. Ja. Und berühmt. Und es gab dann diese Poster in Ihrem Zimmer. Hatten Sie denn auch mal so den Traum, dass es von Ihnen einen Starschnitt gibt? Und ja, den habe ich auch also zu Hause mittlerweile. Naja, nee, wirklich. Das von war Bravo. Nee, aber der Fotograf Jürgen Teller hat mal ein Foto von mir gemacht für das Cover des Zeitmagazins. Und ich hab haben wir da. Zufällig. Ach nee, hä? Ist das aber wirklich Zufall? Das glaubt jetzt keiner. Okay. Tatsächlich, ja, dieses Foto. Sieht ja aus wie Jesus. Ich war schon im Vorfeld ein wahnsinniger Fan von Jürgen Teller und hatte alle Fotobücher, weil ich mich auch für Fotografie sehr interessiere und hatte dann über die Anfrage des Zeitmagazins die Möglichkeit, ihn zu treffen. Und er hat dann angerufen bei mir und hat gesagt, er würde dann aber auch einen ganzen Tag mit mir verbringen wollen und kam zu mir nach Hause und dann haben wir 4 Stunden erstmal nur geredet, weil das Besondere an Jürgen Teller tatsächlich ist, dass er Persönlichkeiten rausarbeitet und nicht einfach nur drauf blitzt. Und dieses Foto hat er mir dann irgendwann geschenkt, 2 Meter mal 3 Meter hängt es bei uns zu Hause. Was sagt denn das Foto über Ihre Persönlichkeit? Na, das bin ich. Es ist, glaube ich, in der Rolle von Hamlet, ne? Oder? Nee, das ist wirklich viel mehr. Ne? Weil es ist so ein bisschen doof auch. Ne? Man denkt ja erst, was ist mit ihm los? Er steht da in Unterhose zu Hause, hat die Krone verkehrt rum auf. Auf der anderen Seite ist es auch schön. Also es ist einfach ein attraktiver Mann. So, dann, ja. Dann,
Dann hat es eine Intensität. Ich muss an Marilyn Manson denken. Was, Marilyn Manson, habe ich so eine Assoziation gehabt. Ja, dann hat mal genauer so, hingeschaut. Ja, den mag ich zum Beispiel gar nicht, aber egal. Hm? Dann hat es so eine Intensität. Dann sieht man natürlich diese Verwandlung. So, und dann stehe ich hinten, meine Tochter ist immer ganz stolz, weil ihre Bilder da im Hintergrund hängen. Mhm. Und sie dann immer sagt, meine Bilder hängen ja dann auch immer im Museum. Wenn der Jürgen Teller das ausstellt, hängen ja immer die Bilder meiner Tochter auch im Hintergrund. Ja, es hat so was Infantiles trotzdem. Und, ja, also, mag die Tochter das Foto? Das hängt ja jetzt bei Ihnen irgendwie in Überlebensgroß, glaube ich, im Wohnzimmer, ne? Oder? In irgendeinem Zimmer? Ja, das hängt im Wohnzimmer, ja. Nee, es ist tatsächlich eher mal für die Schulkameraden komisch. Oder da denkt man, meine Tochter kennt mich ja nicht anders. Schau mal das Gesicht von Caroline gerade. Ja. Naja, aber ich finde es wirklich, ich bin wirklich so ein Fan auch von diesem Foto und von dem Fotografen sowieso. Aber es hat halt was sehr Intimes, ja. Und auch, das habe ich ja wirklich auch ein bisschen zu meinem Credo gemacht, dass ich gemerkt habe, je expressiver ich bin, je mehr ich aus mir rausgehe, desto mehr komme ich bei mir an. Und deswegen meine ich, ich gucke da drauf und sehe mich, ja, also mehr als ich mich jetzt vielleicht spüre, wenn ich hier so sitze, ja, und das finde ich toll, dass das eingefangen wurde. Und ja, ich habe mir nur gedacht, okay, die wissen alle, der Vater meiner Tochter ist Schauspieler, aber wenn ich mir überlege, meine Tochter ist irgendwo eingeladen und da hängt der Papa in Unterhosen an der Wand, ja, da muss man großzügig sein, ja. Das expressive, das stimmt wirklich, stell es mir auch gerade vor. Das expressive Moment, das war bei Ihnen auch schon als Kind ein bisschen spürbar. Auch von Ihnen haben wir einen Ausschnitt, ungefähr aus dem Alter. Ihr wart ja irgendwie 11, was wir gerade hatten. Und ich glaube, Sie waren 10. Und es ist eine Sendung im Ersten. Und da gucken wir jetzt mal rein. Es hat nichts mit Klos zu tun, das vorweg. Lars, was hast denn du für Hobbys? Malen und Fußball spielen. Hey, da geht's durch unseren Luftballonwald. Hier kommt auch schon mein Plop. Ihr seid top. Außerdem hast du unheimlich schöne Locke hier, du, mein lieber Schwan. Wenn du noch ein bisschen weitermachst, auf der linken Seite auch noch mehr, dann heißt du bald Larsa. Ha? Bravo! Bravo! Foto! Ja. Wir haben doch schöne Sachen gefunden über Sie, oder? Oh ja. Ja. Wir hatten Spaß bei der Vorbereitung. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Sendung? Ja, die Sendung hieß Telefant. Das war so die Nachfolgesendung, die lange nicht so erfolgreich war, von 1, 2 oder 3. Genau. Ich kann mich tatsächlich noch an diesen Moment auch erinnern mit dieser Locke. Und so. Ich hatte so, es hatten halt viele Jungs auch in der Zeit, so eine längere Strähne, die man so zum Zopf geflochten hat. Aber so. Der Spruch war doch ein bisschen blöd, oder? Vom Schanze. Wenn du zwei hättest, dann wärst du Larsa. Ja, aber er hat auch immer, wenn ich dann, ich war dann einmal weg, da haben wir so ein Übereinkunftsspiel gespielt und hat er immer gesagt, wie heißt nochmal deine Freundin? Und hat sie gesagt, nein, mein Freund. So. Also wir waren da zu zweit. Der dachte immer, ich bin ein Mädchen. So. Aber ich, bis heute finde ich das eigentlich eher schön, wenn man also für ein Mädchen gehalten wird. Also das fand ich jetzt nicht so einen schlimmen Spruch. Ich fand, Michael Schanze ist halt echt ein Phänomen. Ja, ja der ist immer nur, Ikone, der schwitzt ja auch immer so. Ne? Man hat ja schon immer so das Gefühl, der ist immer nur am Schwitzen. Aber wir haben damals die Sendung gewonnen und so. Das war so meine ach, habt ihr die für mich? Das ist ja toll. Okay. Wir wollten erst gucken, ob es eine schöne Erinnerung war. Jetzt wissen wir es, bitte schön. Nein, ich freue mich darüber. Nein, das vielen ist der Dank. Ausschnitt. Wir haben ihn auf vielen der Folie gebracht. 1986, ja. Das war wirklich meine Freundin damals. Also, die Anke Metter, die hat uns da angemeldet. Mhm. Und dann waren wir auch, es gab so ein Vorausscheid oder ein Casting. Und dann sind wir nach Köln gefahren, haben die Sendung aufgenommen. Wir haben die Sendung dann gewonnen. Und wir haben dann eine Reise ins Phantasialand gewonnen und durften da einen ganzen Tag verbringen, ohne anzustehen, ohne zu bezahlen. Und so. Nee, wirklich sehr gute Erinnerung. Der Traum von damals ist ja jetzt wahr geworden. Sie sind wahnsinnig erfolgreicher Schauspieler, gefeiert von den Kritikern, gefeiert vom Publikum. Ist es jetzt so gekommen, wie Sie es sich damals immer vorgestellt haben? Also mögen Sie diese Öffentlichkeit, die Sie jetzt haben? Ja, na, ich habe am Anfang immer so halb provokant gesagt, ich will eigentlich nur berühmt werden. Mhm. Was daran stimmt, ist, dass ich mich immer noch eher als Künstler verstehe. Ja? Oder aber auch ziemlich lange gebraucht habe, um mir das einzugestehen oder um das auch öffentlich zu sagen. Ja? Weil ich habe neulich gerade gedacht, so ein Beruf wie Schauspieler kann man sagen, Schauspieler oder Künstler, ja? Aber Bauarbeiter, das kann man nicht sagen. Ja? Und deswegen hatte ich immer Angst, dass man so, wenn ich jetzt sage, ich will Künstler werden oder Schauspieler, dass da jemand schlecht drüber denkt. Ja? Mittlerweile habe ich einfach gemerkt, dass es eine Leidenschaft von mir ist, mich auszudrücken. Ja? Und das ist gar nicht zwangsläufig
mit dem Medium in Verbindung steht. Also ich kann mich auch in anderen Sachen ausdrücken und fühle mich da genauso wohl. Ich habe nur bei der Schauspielerei gemerkt, dass ich da am wenigsten, ich würde fast sagen gar keine, so fühlt sich es zumindest für mich an, Limits habe. Also keine Limitierung. Ich kann mich sozusagen unbeschränkt ausdrücken. Und das, da gibt es halt nichts Schöneres. Bei allen anderen Sachen, wenn ich jetzt anfange zu malen oder so, merke ich halt sehr schnell, dass ich da nicht das nötige Talent habe. Aber beim Spielen habe ich das Gefühl, geht alles. So, und deswegen halte ich daran so fest. Und insofern hat sich das absolut eingelöst. Wie ist das, wenn Sie Musik machen? Sie arbeiten als DJ? Und Sie haben auch gerade ein Album quasi wieder aufgelegt mit neuen Tracks, was Sie schon im Alter von 20 Jahren im Keller Ihrer Eltern quasi produziert haben. Ein Vinylalbum. Ich musste erst mal einen Plattenspieler organisieren, um es mir überhaupt anhören zu können. Bei mir. Genau, im Museum bei Giovanni. Genau. Wie ist das im Vergleich mit der Schauspielerei? Ist das einfach nur Spaß und Hobby oder ist das auch für Sie ein künstlerischer Ausdruck, wenn Sie da Platten auflegen? Naja, es geht ums Erlebnis tatsächlich, also um eine Form von Intensität, von der ich wahrscheinlich wie so viele andere Menschen auch oder vielleicht wir alle abhängig bin oder in die ich immer wieder, ich möchte mich sozusagen immer wieder in euphorische Momente bringen. Und da hilft mir die Musik und da hilft mir auch diese privilegierte Position, sozusagen hinter den Plattenspielern zu stehen und für die Musik verantwortlich zu sein und Atmosphären und Energien zu beeinflussen. Was legst du auf? Welche Richtung? Viel Scooter. Jetzt ohne Scheiß. Nein, war ein Witz. Das war ein Witz. Ich hab mal Hyper. Ich habe auch die Platte übrigens, die 12-Inch. Also ich lege auch nur mit Vinyl auf. Machst du so einen Sound, so einen 90er-Sound oder was? Ja, ich spiele schon so Hits in erster Linie. Also Hits mit Anspruch, sag ich mal. Ich nenne es eklektische Popmusik. Also so I will survive. Genau. It's raining man spiele ich nicht. So, aber ja, ich habe das nur in der falschen Geschwindigkeit abgespielt. Das habe ich aber erst so ab der Hälfte des Stücks gemerkt. Das funktioniert auch. Ja, aber das ist auch 160 BPM, ja, genau. Wenn du das langsam machst. Erst als du dann singst, habe ich gemerkt, so. Was du gar nicht machst auf dem Album, auf dem Vinylalbum, ist, du singst nicht. Das ist alles instrumental. Hast du das mal versucht? Ja, aber da war es zum Beispiel so, also ich habe nämlich mal getanzt zu einem ganzen Abend, den du aufgelegt hast. Ja, und du standest nachher auf dem Mischpult und hast mitgetanzt und hast dir die Hose runtergezogen. Das war der Abend. Da habe ich gerade gedacht, irgendwie sind wir beim Du, weil ich habe schon alles gesehen, aber ich gehe wieder zurück ins Leben. Das war der Abend. Das war ein wilder Abend. Was wäre jetzt die Frage? Die Frage war, weiß ich doch nicht mehr. Na, aber warum ich da nicht singe? Genau, richtig. Ja. Also ich wünschte mir nichts mehr als zu singen und ich würde es, glaube ich, auch sofort eintauschen, die Schauspielerei gegen eine Karriere als Popstar, aber ich glaube, ich habe da nicht die nötige Begabung. Also es ist ja auch so und deswegen ist es schon interessant, auch diese Ausschnitte zu sehen, auch von Wojciech jetzt auf der Schule. Ich habe halt sehr früh sehr viel Bestätigung erfahren beim Spielen. Und darum geht es ja im Grunde bei dem Beruf oder im Leben grundsätzlich. Einfach um geliebt zu werden. Und fürs Spielen werde ich einfach wahnsinnig geliebt. Und fürs Singen nicht. Und noch nicht. Deswegen halte ich daran nicht fest. Ich habe vorhin gedacht, das wäre eine schöne Konstellation mal. Die Instrumentalmusik vielleicht von Lars Eidinger und dann der Gesang von H.P. Baxter. Das wäre auf jeden Fall etwas, womit man nicht rechnet hören, im ersten Moment. Ich habe das noch nie gehört. Aber kann man ja noch mal. Das heißt aber 80 Beats per Minute. Aber ich kann das so wahnsinnig nachvollziehen. Also diese Vorstellung, wie schön es wäre, richtig gut zu singen. Ja? Ich glaube, dass Menschen, die gut singen können, die haben richtige Glücksgefühle. Jetzt eine Frage, die falsch, die wirklich bar jeder Ironie ist. Ja? Sind Sie ein guter Sänger? Können Sie gut singen? Nein, habe ich auch nie behauptet. Vor allen Dingen wird mir oft vorgeworfen, ich könne nicht singen. Dann sage ich immer, ich bin gar kein Sänger in dem Sinne, ich bin MC. Das ist was ganz anderes. Also ich arbeite mit Rhythmik, mit Worten. Und ab und zu singe ich auch mal ein Lied so aus meiner 80er-Jugend, was ich besonders toll finde. Oder Titel, die mir einfach liegen. So Billy Idol, Depeche Mode, da gibt es so ein paar Songs. Die liegen mir irgendwie, die kann ich auch singen. Aber ansonsten ist bei uns, also in der Musikrichtung, das ist wirklich so ein bisschen Rap, aber auch nicht so richtig. Das ist eben MC-Style, kommt aus England. Das haben wir eigentlich so hier für Deutschland erfunden. Eingeführt. Also das gab es vorher in der Art, in der Form nicht.
Ja, wir werden aber es ist kein sprechen. Gesang in dem Sinn. Wir werden nachher darüber sprechen, dass es eigentlich ein Zufall war. Aber jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht, wie es zu Halper-Halper gekommen ist. Ne? Ja, genau. Schöner Cliffhanger. Ich, zurück zu Lars Eidinger. Ich bin ziemlich sicher, dass auch wenn es irgendwann mal einen Gesang gäbe von Ihnen, dass auch das erfolgreich wäre, weil Sie alles mit dieser wahnsinnigen Leidenschaft und dieser Expressivität tun. Und ich hoffe, dass wenn es dazu kommt, dass Sie dann wieder hier bei uns sind und wir darüber sprechen. Dankeschön fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. Sie haben bislang kein Wort gesagt. Wie kommt Ihnen das vor? Sie sind die Einzige, die keine Schauspielerin ist, keine Politikerin, keine Sängerin. Ja, ich denke über jeden drüber nach, wie er war als Kind. Ja. Und wie die Eltern waren. Weil alle, die hier sind, sind erfolgreich. Aber ich habe bei keinem irgendwie gehört, dass die gedrängt wurden irgendwohin. Mhm. Und das ist das Problem, was wir heute haben. Nämlich? Nämlich, dass Eltern sich was vorstellen, sehr viele Eltern, und versuchen, dieses Kind in irgendeine Richtung hinzuschieben, indem sie sich vorstellen, richtig ist. Und da sagen Sie, das blockiert die Kinder, ja? Das blockiert die Kinder, ja. Ich habe mich auf Sie gefreut, weil Sie sind Kinderärztin, sehr erfolgreiche Kinderärztin auch, und Sie haben es mit einem Typus zu tun, den ich sehr gut kenne, auch aus eigener Anschauung, nämlich wahnsinnig besorgten Eltern. Und für die haben Sie jetzt ein Buch geschrieben und die klassischen Fälle beschrieben. Also, das Kind kommt mit den Eltern in ihre Praxis und es heißt, das Kind ist nicht. Was tun Sie in der Regel, wenn Sie das hören? Ich gucke mir das Kind an. Und in der Regel sind das gut gewachsene, gesunde Kinder. Aber die Einstellung der Eltern ist das, was nicht in Ordnung ist, weil die eine Vorstellung haben, was dieses Kind essen sollte. Und Kinder haben einen ganz anderen Appetit, die haben auch einen ganz anderen Bedarf als wir Erwachsene. Und die haben auch verschiedene Phasen, vor allem die haben auch Phasen, wo die gar nichts essen. Also Kinder essen nicht. Wirklich, das ist normal? Das ist ganz normal, weil die haben Wachstumsschübe und auch Appetitschübe. Ja. Also es gibt Kinder zum Beispiel, die klein sind und essen 2-3 Tage überhaupt nichts. Dafür essen sie nochmal 2-3 Tage ganz viel. Aber eins ist sicher, in Deutschland hungert kein Kind. Mhm. Es sei denn, dieses Kind hat vielleicht eine Krankheit, weshalb die Aufnahme von Nahrung behindert ist, aber nicht in Ordnung ist. Aber wir sagen immer, am gedeckten Tisch verhungert kein Kind. Und so ist es auch wirklich. Weil ein Kind hat ein natürliches Hungergefühl und die essen das, was sie brauchen. Wenn da eine besorgte Mutter steht, in Tränen aufgelöst, und Sie sagen ihr, der sieht ganz gut aus, ja, lassen Sie den in Ruhe. Dann sind die dann beruhigt oder denken die, was ist das für eine komische Ärztin? Ja, wahrscheinlich denken die das. Aber was wichtig ist, ist in meinem Job, dass wir die Eltern auch ernst nehmen, weil die kommen mit einem Problem und meine Aufgabe ist, dieses Problem nicht nur für das Kind, sondern auch für die Eltern zu lösen. Und ich habe neulich eine Mutter gehabt, das Kind war 4 Jahre alt und das war der Grund, warum die bei uns war, weil die war schon bei 5 Ärzten und keiner hat die wahrgenommen. Und die sagte, dass die sich total viel Sorgen macht, weil dieses Kind nicht isst. Ja. Und das Kind lief rum, war glücklich, 4 Jahre alt, super gewachsen. Und natürlich gucken wir aufs Gewicht stimmt, Größe stimmt, Geschwindigkeit vom Wachstum stimmt, war alles in Ordnung. Und die hat mir wirklich leid getan, weil die... Wird so aufgelöst. Sie war aufgelöst. Mhm. Und die hat angefangen zu weinen, dass sie sich so viel Sorgen macht. Und was war, ist, dass diese Mutter, dass dieses Kind ein Frühgeburt war. Und hat dann lange Zeit mit einem Sondernahrung gehabt. Und die Mutter war dadurch schon sehr, sehr belastet. Die hat schon tiefsitzende Angst in sich. Und ich habe das sofort erkannt. Und wir haben dann darüber angefangen zu sprechen, ob die jemals eine Therapie gemacht hat. Mutter nicht. Die Mutter, weil die ein verkehrtes Bild hat jetzt vom Essen. Die hat immer Angst, dass ihr Kind stirbt, wenn es nicht isst, weil das auch mal so war. Ja, ja. Und ich finde es wichtig, dass wir in der modernen Medizin nicht nur das Kind sehen und sagen, das Kind ist in Ordnung und dass die jetzt nach Hause gehen und sich beruhigen soll, sondern das Gesamtbild muss angeguckt werden. Was noch häufiger ist als mein Kind isst nichts oder falsch, ist mein Kind schläft nicht. Genau. Was haben Sie denn da für Erfahrungen gehabt? Ich meine, wir also kennen ich das glaube, alle nicht, ne? Wir müssen uns damit abfinden, wenn wir Kinder bekommen, dass ein paar Jahre mit dem Schlaf nicht so gut geht. Thank you.
Moritz bleibt, weil? Weil das so ist. Ja. Das ist sehr, sehr angenehm. Dass du, auch das mit dem Essen im Übrigen. Mein Sohn ist genauso. Ja. Mein Sohn isst 2 Tage gar nichts und dann frisst er 3 Tage alles. Und Sie lassen ihn in Ruhe von Anfang an? Ja, solange das nicht nur Weingummis sind, ja. Aber ich lasse ihn das essen, was er essen will. Das hat mich immer an eine Geschichte erinnert, die meine Mutter mir erzählt hat, als Nachkriegskind. Die mir gesagt haben, die Kinder früher haben Kalk von den Wänden geleckt. Also die Kinder haben an den Wänden geleckt. Und man hat sich gefragt, warum machen die das? Weil, den Stoff sich raus, weil der Kalk in den Wänden drin ist und dieser Stoff fehlte den Kindern. Deswegen haben die das gemacht. Also das ist genau wie wenn man zu viel gesoffen hat, so wie ich gestern. Dann ist mal ein bisschen Fett und Salz ganz gut an. Dann lecken wir mal an der Wand. Aber der Körper sagt einem das. Und dazu gibt es eine ganz tolle Studie jetzt, was sagt, wer nicht übergewichtig ist und schlank ist, länger lebt. Und unser Problem in Deutschland ist nicht, dass die Kinder dünn sind, sondern wir haben ein zunehmendes Problem damit, dass die übergewichtig sind. Und das hat damit auch unter anderem zu tun, dass Eltern die Kinder zwingen, den Teller leer zu essen oder zu viel zu essen. Und da sollte man drüber nachdenken, ob das eine gute Idee ist. Aber ich glaube, man will es ja auch irgendwie auch richtig machen. Ne? Man meint es ja gut. Genau. Dennis Gassmann ist gerade Vater geworden. Wie ist das bei euch? Habt ihr 1000 Ratgeber gelesen? Wie viel muss es essen? Wann muss es schlafen? Wann nicht? Das Kind ist jetzt gerade ein paar Wochen alt. Man versucht, das richtig zu machen, hat wahnsinnig wenig Ahnung, stellt man mit der Zeit fest. Ja. Also ich glaube einfach, früher hat man mit der Familie aufeinander gewohnt. Die Oma, der Opa waren nah bei, die konnten dir alles beibringen. Jetzt muss man das ein Stück weit selbst rausfinden. Deswegen, glaube ich, versucht man manchmal zu viel zu tun und wird dann, mein Bruder nennt mich dann tatsächlich Heli-Dad, dabei liebe ich einfach Helikopter. Das Wort schlechthin. Ja. Aber meine Eltern waren halt einfach cooler. Also die waren 68er und die haben sich zumindest nicht besorgt gegeben. Die haben gesagt, geh raus, nimm Drogen, rauch mal was, nur kein LSD, sagt mir, es ist zu krass. Und was kommt da raus? So ein wohlerzogener junger Mann. Wie du. Ja. Genau, das war toll. Also, sie haben mir wahnsinnig viel Freiraum gegeben. Und dann habe ich quasi mit diesem blauen Hemd eine Gegenrebellion gestartet. Ja. Eine Weile zumindest. Das war immer so. Meine Rebellion war auch die Bürgerlichkeit. Klar. Total, weil meine Mutter eben auch etwas verrückter war. Meine Rebellion waren Lacoste, Entschuldigung, dieses Krokodil auf. Ja. Und hat das gewirkt? War die Mama erst mal erstaunt? Die hätte mich umbringen wollen. Ich gebe doch nicht 150 Mark für dieses Kack-T-Shirt aus, weil da dieses blöde Krokodil bringt. Sie hat mir sogar, das wusste ich gar nicht, aber sie hat mir sie sogar raufgenäht. Nee. Ja. Die hat die Dinger billiger gekauft von Karstadt und hat sie wirklich Karstadt. Sie sich aber selber wunden haben. Haben Sie das Gefühl, dass die Besorgnis zugenommen hat in den letzten Jahren? Eltern wollen das nicht nur perfekt machen, sondern super, super, super perfekt, damit das Kind super, super, super gut wird. Ja. Aber das geht nicht. Können Sie mal ein Beispiel nennen? Ich glaube, im Buch habe ich gelesen, dass da mal ein Kind einen Ball an den Kopf bekommen hat. Ja? Was ist dann passiert? Also dann in der Regel natürlich geht man direkt zum Arzt und wird gefragt, ob das Kind eine Kommotion oder eine Erschütterung, Gehirnerschütterung hat. Ja. Aber das Kind läuft rum und spielt und sieht ganz gut aus. Und ich erkläre Eltern, dass übergibt sich nicht, genau. Gehirnerschütterung eine Krankheit ist und eine Verletzung ist und das auffällt. Aber dann 2 Wochen später kommen die wieder, weil die sagen dann, das ist nur ein Beispiel, dass das Kind vor 2 Wochen diese Kopfverletzung hatte und heute spürt es, dass es hier ein bisschen zwickt. Und das musste doch was sein. Aber dem Kind geht's gut. Und wir dürfen den Eltern eigentlich gar keine Schuld geben. Oder die machen ja nichts falsch. Ich sage immer, es ist völlig in Ordnung. Und ich bin auch froh, wenn die kommen und die fragen. Aber das Problem ist, wenn wir zu viel machen wollen, dann verunsichern wir unsere Kinder. Und was Kinder überhaupt nicht mögen, sind unsichere Eltern, weil das beängstigt sie. Und wenn wir unsere Kinder gesund großziehen wollen, dann ist es gut, wenn die Kinder das Gefühl haben, dass die Eltern intakt sind, mental intakt und wie ein Felsen vor uns dastehen. Und auch in so Momenten, in denen sich das Kind nicht so wohl fühlt, sicher bleiben. Genau. Sicherheit vermitteln können, beruhigen können. Selbst wenn ein Kind krank ist, und jetzt nehmen wir mal eine wirklich schwere Erkrankung, wo das Kind im Krankenhaus ist und wo Eltern sich wirklich Sorgen machen. Dieses Kind ist schon durch die Krankheit schon so belastet.
und braucht jemanden, an den sich festhalten kann. Nicht jemand, der noch Ängste hat. Genau. Und wenn Eltern da aber noch nervöser sind als das Kind und nur aufgewühlter, dann bekommt das Kind noch mehr Angst. Insofern, wenn wir kranke Kinder haben, ist es sinnvoll oder vielleicht zu überlegen, dass wir uns zusammenraffen. Ne? Was fehlt denn den Eltern von heute? Fehlen vielleicht irgendwie Großeltern, die noch da sind? Die Familien gibt es nicht mehr in der Regel. Aber was ganz toll ist jetzt, gibt es in den letzten 2-3 Jahren noch einen neuen Trend, dass Eltern verstehen, dass es denen fehlt und versuchen, zurück zu ihren Familien zu ziehen. Das haben wir öfters. Es ist ganz schwer, allein ein Kind großzuziehen. Und zum Beispiel bei Ihrer Mutter, die alleinerziehend war, ja, genau, haben Sie gerade erzählt, oder bei Ihnen, die waren richtig taffe Frauen, die haben sich durchgezogen. Es sind nicht nur die Eltern, die schuld sind, sondern die Gesellschaft verlangt auch wahnsinnig viel von den Eltern. Das muss man auch hier aussprechen. Die Kinder müssen super sein, die müssen in der Schule tolle Leistung erbringen. Man erwartet von allem einfach ein bisschen zu viel. Mhm. Und der Stress ist bei den Familien extremst hoch. Caroline ist in einer großen Patchwork-Familie aufgewachsen. War das alles in allem ein entspanntes Aufwachsen, wenn Sie das so hören? Also, ich finde die Kontroverse um die richtige Familie eine extrem schwierige Kontroverse tatsächlich. Ich habe das Gefühl, das Thema ist sehr emotional für extrem viele Menschen, weil es ja fast jeden etwas angeht. Ich wurde immer behandelt wie, oder gefragt, wenn, man wird ja oft gefragt, wie die Kindheit so war, ob das schwierig ist, wenn man Scheidungskind ist und so weiter und so fort. Wenn die Eltern sich so früh getrennt hat. Diese Fragen gehen schon von einer Norm aus, an die ich ehrlich gesagt nicht so ganz glaube. Und wenn man sich die Statistiken heutzutage anguckt, dann ist die Normfamilie nicht die häufigste Familienform. Auf jeden Fall nicht in diesem Kreis hier. Ja. Und ich habe einen riesengroßen Haufen von Menschen mein Leben lang gehabt, die mich lieben und bei denen ich aufgehoben bin und die ich was angehe. Stichwort geliebt werden. Und das, glaube ich, war, also alles hat seine Vor- und Nachteile. Jede Familienform hat seine Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, da, also wenn man sagt, diese Familienform gibt es nicht mehr, dass die Großeltern da sind, die etwas beibringen können oder die eine Sicherheit geben können. Meine Eltern waren auch sehr jung, als ich geboren wurde. Es war relativ normal in der DDR. Sehr junge Eltern zu haben. Ich hatte das Gefühl, damals stand man noch weniger unter Beobachtung. Es war total normal bei allen in unserem Alter, dass man alleine nach der Schule nach Hause gegangen ist. Ich habe das Gefühl, das würde heute gar nicht mehr passieren. Um Gottes Willen, alleine zum Bäcker, ja. Ich bin immer allein zum Bäcker gegangen. Ich habe mal einen sehr schlauen Satz gehört, den finde ich extrem klug. Man soll Kindern keine Welt aus Watte bauen, sondern ihnen Lederschuhe anziehen, damit sie auf der Straße laufen können, das finde ich ganz klug. Ich glaube auch, Kinder brauchen Reibung und brauchen besonders Räume, in denen sie unbeobachtet sein können und in Ruhe gelassen werden. Aber also ich bin sehr stolz auf meine Familie und ich glaube, das ist alles ein ja, sehr emotionales, sehr beackertes Thema momentan, wo ich auch immer denke, so ein bisschen Entspannung, so ein bisschen Vertrauen da rein. Auch. Vertrauen auch. Ich habe so oft das Gefühl, wenn ich die Schuldige, wenn ich die Großelterngeneration sehe, ganz oft, ich habe so das Gefühl, die verlieren das Vertrauen zu dem, was sie selbst gelebt haben. Ne? Dass sie sagen, eigentlich weiß ich ganz genau, wie es jetzt geht. Also die Tochter braucht jetzt einen Rat, du machst das jetzt so und so, der ist nicht wirklich krank, der hat auch keinen Hunger, alles klar, leg den schlafen. Aber dadurch, dass die ganze Welt sagt, nein, du musst hier, verliert die Großelterngeneration quasi das Vertrauen in die Fähigkeiten, in die eigenen, die funktioniert haben über Jahrzehnte. Und dann werden die sogar nervöser als die Eltern. Ich sage, ja stimmt, du hast recht, ja na klar, ich weiß, früher war das eh anders. Jetzt weiß ich auch nicht mehr. Und ich denke mir so, ey, es sind ganz einfache Dinge eigentlich. Man, ich gebe da Caroline vollkommen recht. Ich glaube, der Anspruch ist sehr hoch. Verredet. Und auch die Beurteilung dessen, wie die Kinder werden, das heißt, das Elternhaus war so und so. Alles, was ich im Soziologiestudium gelernt habe, ist, dass 20% ungefähr vom Elternhaus tatsächlich Auswirkungen hat auf das spätere Leben der Kinder, dass eigentlich die Schule und das Umfeld und so einen viel größeren Einfluss. Und du kannst nicht auswählen, wen, also selbst wenn ich auf die super tolle Schule setze, du wirst nicht auswählen, wie wird das Kind sein, wer wird der beste Freund sein, wer wird der größte Einfluss sein. Deswegen finde ich die Lederschuhe einfach ein sehr gutes Bild. Mhm. Ja. Was man gar nicht glaubt, wenn man Sie so sprechen hört, ist, dass Sie bis zu Ihrem 16. Lebensjahr in Äthiopien gelebt haben.
Dann sind Sie in den Westen gekommen, über den Umweg, nach Deutschland gekommen, über den Umweg erstmal Ungarn. Ja. Haben sich hier eine Existenz aufgebaut. Ab und zu kommt sie ihre Mama besuchen, die noch in Äthiopien lebt. Wie kommt Ihrer Mutter das vor, der Kult, der hier um, den wir alle um unsere Kinder veranstalten? Also zuerst mal, dieses Wort Vertrauen ist total wichtig, weil ich sage immer, ohne Vertrauen gibt es kein Trauen. Wenn wir den Kindern unser Vertrauen nicht schenken, trauen sie sich nicht. Wer Angst hat, traut sich nicht. Und das Zweite ist auch, wer keine Fehler macht, lernt nicht. Man stärkt sich durch die Erfahrung. Und meine Mutter hat mir vieles erlaubt. Die hat mir vertraut, mit 16 allein nach Ungarn auszuwandern. Wir hatten zwar Krieg, aber es gab nicht einmal in meinem Leben, wo die daran gezweifelt haben, beide Eltern, dass es irgendwas wird. Und was wir in Deutschland sehen zunehmend, ist, dass wir unheimlich viel Angst haben, dass unser Kind es nicht schaffen, zum Beispiel, und zweifeln dran. Meine Mutter kommt uns besuchen. Ich habe ihr zum Beispiel eine ganz witzige Geschichte erzählt. Die war jetzt vor 2 Monaten hier. Und ich war mit dem Buch noch beschäftigt. Und ich habe sie gefragt, sag mal, Mama, du hast 6 Kinder. Und weißt du, heute habe ich 4 Eltern in meiner Praxis gehabt. Und ihr Hauptproblem war, dass das Kind Blähungen hat. Und das waren 3 Monate. Jetzt kehren wir zurück in, auf genau, die Ursprünge unserer Sendung. Und auf Deutsch kommen wir wieder zum Wort Pupsen. Dass es vermehrt pupst. Und die war total erstaunt, dass man damit zum Arzt geht. Und das ist eine Haupteigenschaft von Kindern, die unter 3 Monaten sind. Die haben 9 Darm und das funktioniert sehr stark. Und die haben auch Blähungen, über 9, ne? Immer noch. Später noch. Aber, also Blähungen, Meteorismus, eine der gehäuften Diagnosen, die wir in der Kinderarztpraxis haben. Insofern, das Problem bei dem Ganzen ist, wenn Eltern Angst haben und sich so viel Sorgen machen, lähmen sie nicht nur sich selber, weil wer Angst hat und Sorgen hat, wird nicht kreativ und denkt nicht vorwärts, sondern die lähmen auch das Leben des Kindes. Angst lähmt und hindert uns an der Entwicklung. Wenn Sie diese Ängste spüren bei den Eltern und eigentlich das Gefühl haben, die Kinder sind relativ normal und haben Blähungen, geben Sie trotzdem manchmal, verschreiben Sie trotzdem manchmal Medikamente schon, um die Eltern zu beruhigen? Ich habe damit schon aufgehört. Ich mache das nicht. Sie verschreiben gar nichts mehr? Ich verschreibe nur das, was notwendig ist. Hm. Ich nehme mir die Zeit und erkläre denen das. Und das kommt gut an. Weil Eltern wollen ja wirklich das Beste für ihr Kinder. Auch bei Blähungen, sagen auch Sie, bei keine Blähungen. Tropfen, die wir alle kennen. Die ja, so, ja, wenn ich denen erkläre, dass das ein Medikament ist, was eine Wirkung, aber auch Nebenwirkung hat und es vielleicht besser wäre, das nicht zu geben, dann nehmen Sie das gerne an. Das heißt nicht, dass es gibt auch Kinder, die vielleicht dieses Medikament brauchen, aber es ist kein, also es kann nicht sein, dass Neugeborene bis zum 3. Monat regelmäßig Zäpfchen bekommen, weil die Blähungen haben. Mhm. Also wir haben viel zu viel Medikamente auf dem Markt und es wird auch viel zu viel verschrieben. Und ich denke, man kann sich aber hinsetzen und überlegen, was ist wirklich wichtig, was braucht mein Kind und worauf kann ich verzichten. Und was ganz wichtig ist, ist das, was wir heute auch haben, ist unheimlich viel autodidakte Eltern, die alles googeln und alles wissen. Und vielleicht hilft das manchmal, wenn man vertraut, auch in dem Arzt, dass man zuhört und fragt. Und wenn man gesagt bekommt, dass ein Neugeborenes nicht eingerenkt werden muss, weil es weint, dass es vielleicht auch richtig ist. Wir haben ein ganz typisches Fall. Viele Babys werden nach der Geburt, wenn die viel schreien, es gab, vielleicht hat es euch jetzt ein bisschen nachgelassen, die wurden eine Zeit lang alle eingerenkt. Wahnsinn. Und das war eine typische Sache, wo man sitzt und denkt, das Kind ist jung. Na klar, aber man merkt an Ihren Erzählungen, jede Zeit hat so ihre Exzesse. Ja, es wird meiner exzessiv, Generation, ja. Ja, aber da steckt ja auch eine Industrie dahinter. Das darf steckt, man aber ja nicht nur das, es steckt auch ein Aberglaube dahinter. In meiner Generation hieß es, die Kinder sollen ruhig schreien, die beruhigen sich schon wieder von alleine. Die hat man einfach ausschreien lassen, was ich wahnsinnig qualvoll mir vorstelle. Ja, aber das ist trotzdem schon auch eine, also wenn man weiß, dass zum Beispiel sowas wie Burnout-Syndrom, dass es das nur in Deutschland gibt,
dann fragt man sich natürlich irgendwann schon so, wie kann das sein, dass es eine Krankheit gibt, die es nur in Deutschland gibt? Es gibt's nicht. Sobald du in ein anderes Land gehst, sagen Leute, Burnout, I never heard of it. What is that? Es gibt es nur bei uns. Das Problem das ist dann, da denke ich dann schon auch an die Pharmaindustrie, die dann sagt, okay, man kann hier und da mal einen Euro verdienen. Also da stecken schon auch finanzielle Interessen dahinter. Also ich glaube, Bedürfnisse und Krankheiten sind, die denn eingeredet werden von der Pharmaindustrie. Das ist jetzt die. Ich glaube nicht, dass die Pharmaindustrie hat damit, glaube ich, jetzt vielleicht sekundär was zu tun. Aber das ist unser Denkform, was sich ein bisschen verschoben hat. Wir denken nicht in erster Linie an gute Dinge, sondern wir haben immer Angst, dass vielleicht doch was Schlimmes sein kann. Und bei den Babys ist es so, bei den Schulkindern ist es schlimmer, wenn ein Kind zum Beispiel mit einer schlechten Note nach Hause kommt. Sagt nicht, die Mama ist okay, wie bei Ihnen vielleicht, sondern die Eltern haben sofort Angst, dass das Kind es nicht schafft. Und dazu kommen noch die Lehrerin, die vielleicht denen sagt, ich mache mir total viel Sorgen bei jetzt ihrem Kind. Sagen Sie kind, mir, ne? Das interessiert mich wahnsinnig, was sagt man einem Kind, das eine schlechte Note nach Hause bringt? Permanent? Ich würde an dem Kind nicht zweifeln, weil kein Kind kommt gerne nach Hause mit einer schlechten Note. Okay, das kommt zu den Halbjahreszeugnissen, das ist wie ein Geschenk des Himmels. Ich bedanke mich von Herzen. Ich finde, dass Sie wirklich, wenn ich Ihnen zu später Stunde das sagen darf, eine wirklich imponierende Erscheinung sind. Auch nicht nur wegen dieses Buches, sondern auch wegen Ihrer Geschichte und wie Sie das hier verkaufen können, erzählen können. Wie ich überhaupt fand, dass das tolle Gäste waren. Wir haben noch einen, Giovanni. Und das ausgerechnet bei dir, damit ich das Schade. Sorry. Richte, wir haben ja ab und zu ein Ding am Ohr. Und da hörte ich immer, wir kommen jetzt zum Schluss. Ja, zu dem Schluss deines Gesprächs. Ich entschuldige mich doch und freue mich umso mehr. Ich verzeihe dich. Aber ich bleibe dabei. Ein tolles Gespräch. Sorry, Entschuldigung. Aber Judith, das war. Ich bin sehr froh, dass du noch die Gelegenheit bekommen, darüber zu sprechen. Ja. Was ist da los? Wirst du mit 53 Jahren plötzlich ruhiger, HP? Ja, ruhiger nicht, aber wir haben ja jetzt das Bandjubiläum 25 Jahre Scooter und da dachten wir, nur ein Best-of ist langweilig. Das hatten wir auch schon zweimal. Wir müssen uns mal was anderes überlegen und dachten, wenn man jetzt unsere Musik nur aus Piano reduziert, also es gab ja schon Unplugged, es gab mit Orchester und so, aber den Gegensatz fanden wir eigentlich am größten. Und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut wird. Weil Olga Scheps ist erstmal eine geniale Pianistin. Russische Pianistin, die in Köln lebt? Genau, die ist auch in Deutschland weitestgehend aufgewachsen, aber in Moskau geboren. Und dann hat das zusammen mit einem Produzenten, wurde das ja neu arrangiert. Also auch von der Art her, so wie eben früher Bach oder Beethoven vom Arrangement. Das fand ich so cool, weil man kann sich ja vorstellen, man spielt das einfach mit dem Klavier, so relativ simpel, sind ja eingängige Melodien, aber da wurde sich richtig so reingekniet und was ganz Neues kreiert und das fand ich ganz toll. Wie hat denn die Olga Scheps, die ja selber Echo-Klassik-Preisträgerin ist, Newcomerin war sie, wie hat sie reagiert, als ihr mit dieser Idee auf sie zugekommen seid? Ja, wir haben uns ja kennengelernt, wir haben so ein kleines Video gedreht und so weiter und da meinte sie, sie hätte schon in ihrer Jugend Scooter gehört, also ja, so auf Partys und Radio, sie meinte, man kam da irgendwie gar nicht dran vorbei, das stimmt, das lief ja auch bei Viva rauf und runter und so, das war so auch ihre Zeit damals und deswegen, und sie sagt auch immer offen, schon die Klassiker früher hätten immer hier und da sich inspirieren lassen und auch Musikstile gemischt. Und sie sagte, sie kann sich sogar vorstellen, in ihren Konzerten diese Stücke auch zu spielen, also mit einzubinden. Und macht dich das ein bisschen stolz, dass da so jemand aus der Klassik sagt, ja, die Melodien sind so eingängig, aus denen kann ich was machen? Doch, also auf jeden Fall. Wie gesagt, das war auch so eine, wie man sagt, eine Schnapsidee, aber dass sich das dann so entwickelt, da habe ich selber nicht mit gerechnet. Und finde das jetzt so eigentlich eine tolle Sache zum Jubiläum irgendwie. Darf ich mal fragen, wie es um deine Ohren bestellt ist? Geht so. Also heute muss ich mich echt anstrengen, hier alles mitzukriegen. Ne? Also ist tatsächlich einer so, dass das gelitten hat in den letzten Jahren durch ja, diese Disco-Musik. Also warst du mal beim Konzert, weißt du, wie laut es ist? Nein. Sie geht nur zu Lars Eidinger. Nee, aber also so ein bisschen schon. Gerade wenn so
Ja, wenn noch Hintergrundmusik läuft und so weiter, muss ich mich konzentrieren, gerade wenn jemand so leise spricht. Aber das meiste kriege ich eigentlich noch mit. Das Wichtigste. Ist das ja vielleicht auch so ein bisschen der Grund, ich war total überrascht, das über dich zu erfahren, dass du relativ ländlich wohnst. Du wohnst in Hamburg-Duvenstedt, das ist so 30 Minuten, 40 Minuten von der Innenstadt entfernt. Relativ ländlich, also ja, viele Pferdeweiden und da ist es irgendwie auch ein bisschen beschaulicher. Und dann gibt es dann zwei Supermärkte und ein schönes Restaurant, in das man geht. Ja. Man könnte ja jetzt auch glauben, dass du irgendwie, keine Ahnung, in der Metropole lebst. Berlin oder vielleicht ja, gut, ich lebe ja in Hamburg, aber... Aber eben so in Hamburg steht, ja, ja, ja. Das hat nichts mit der Lautstärke zu tun. Das ist einfach, ich wohne ja schon 20 Jahre. Mhm. Für mich ist das so ein Gegenpol zur sonstigen Hektik. Also ich bin ja echt viel unterwegs und sonst ständig im Studio. Ich fahre ja auch jeden Tag in die Stadt rein und so. Aber wenn man dann nach Hause kommt, das ist wirklich so abschalten. Und ich gehe morgens gern laufen durch den Wald und muss mich nicht irgendwie groß zurechtmachen oder irgendwo hinfahren. Ich stehe auf. Hau mir Wasser ins Gesicht, zieh mir irgendwas an und renn einfach los. Mhm. Man begegnet keinem, vielleicht kommt einem mal ein Wildschwein entgegen oder ein Hase. Ansonsten hat man da echt seine Ruhe und das genieße ich sehr. Du bist ja auch sehr ländlich aufgewachsen. Du bist in Leer geboren, im ostfriesischen Leer. Das ist 100 Kilometer westlich von hier. Wie oft bist du noch da? Also eher selten. Obwohl ich eigentlich gerne mal da bin, so übers Wochenende. Aber das Problem ist eben, wir sind an Wochenenden fast immer irgendwo unterwegs und haben Auftritte. Ansonsten war es ja eine, also jetzt nicht so ländlich, so wie eine Kleinstadt eben. Es ist eine Kleinstadt und ich bin im Vorort aufgewachsen. Und man wird ja oft gefragt, ist das Fluch oder Segen? Mhm. Also ich muss sagen, für meine Kindheit und Jugend war das ideal, weil man hatte so eine absolute Freiheit. Also wir konnten eben überall da im Wald spielen, auf Feldern. Aber wenn man mal in die Stadt wollte, konntest du mit dem Fahrrad überall hin. Man war nie auf den Bus angewiesen. Wir sind auch zur Schule mit dem Rad. Und ich konnte die Musik so laut aufdrehen, wie ich wollte. Ich hatte so ein eigenes Zimmer, das war ganz hinten im Haus. Ich hatte selbstgebaute Boxen später, die waren so 1,30 Meter hoch, 80 cm tief, hatten so einen Bass. Und dann ging das am Wochenende los. Bei mir war immer Vorglühen, also herrlich. Wir haben auch ein Foto aus deiner Kindheit. Wir haben ja bei allen so ein bisschen versucht, aber was leider zu finden. Kein Film, ne? Nee, leider kein Film. Und wir wissen auch nicht, wie alt du auf diesem Foto warst. Vielleicht kannst du uns da helfen. Wow. Ach Gott, da war ich noch so Heavy Rock Fan. Das war ja, oh Gott, da muss ich so 16 gewesen sein. Aha. Da sehe ich ja fast älter aus als jetzt. Ich war ja auch mal Fan. Hier so Parallelen gab es auch. Ich war auch, also mein Zimmer war tapeziert mit Postern, aber nicht von Morten Harkett, sondern Ritchie Blackmore. Das war der Gitarrist von Deep Purple. Rainbow. Und das war so in meiner frühen Jugend mein absoluter Hero. Und ich habe dem immer nachgeeifert. Da gab es dann ein Poster, da hatte er so einen Zylinder auf dem Kopf und einen Sakko an. Dann habe ich mir auch einen Sakko besorgt, so einen alten Zylinder von meiner Oma irgendwo vom Dachboden. Und bin damit dann überall hin, also mit diesen langen Haaren und einem Zylinder auf dem Kopf, das sorgte auch für Aufsehen. Ihr wollt anfangen, wie kam das an auf dem Dorf, in der Kleinstadt? Das haben noch nicht viele so richtig mitbekommen, das ging ja erst los so in der New Wave Phase. Irgendwann habe ich meinen Musikgeschmack geändert, da habe ich nur noch Depeche Mode gehört, Soft Cell, The Cure. Und da war es eben auch üblich, sich stark zu schminken und ich fand das total cool. Und hatte manchmal auch knallroten Lippenstift drauf, die Haare sowieso mindestens zweifarbig gefärbt. Herr Lindner, war das bei Ihnen auch mal so? Nein, so geschminkt und so gefärbt die Haare nicht. Aber ich habe mal zweimal sogar auf der Love Parade mitgemacht und habe einen eigenen Wagen gemacht. Das war damals also nicht ganz so harte Scootermusik, mehr so Twans und sowas. Und zweimal, ich wollte unbedingt nach Berlin auf die Love Parade. Und wann war das? 99 und 2000. Ah ja, da war ich schon nicht mehr da. Das ist das Generationengesetz. Wenn du da hinfährst, dann versuch einen eigenen Wagen zu machen. Das war ein Desaster. Natürlich, ja. Wir sind zwar mitgefahren, aber wenn man keine Ahnung hat so von Hardware, also Dinge zusammenbauen und so, dann ist das echt problematisch. Aber die anderen haben gefeiert, ich habe neben dem Generator geschlafen, weil ich mit dem TÜV nächtelang verhandeln musste. Oh. Mhm. Aber ist ja lustig, dass es dann gleich wieder der eigene Wagen war. Ich finde das schon interessant. Ja, ich wollte meinen Freunden was bieten. Ja. Ja. Apropos Freunde, nennt man dich in Leer HP
oder Hans-Peter Gerdes? Also, Giovanni sagt übrigens gerne HP oder ich auch finde das überhaupt nicht ehrenrührig. Ist das Hans-Peter zu heißen? Nee, also HP zu sagen. Ja, nee, ist auch okay. Nein, es hat sich einfach ergeben in der Schule. Zu der Zeit war Dallas ziemlich angesagt mit J.R. Und mein Chemielehrer hat mich einfach ins Spiel genannt. Also es war so ganz lapidar, aber ich war froh, dass man mich nicht mehr Hansi nannte. Was denn? Wie deine Mutter dich nennt. Die sagt meistens Hans-Peter. Mhm. Oder Dave. Dave? Ja, ich habe mich auch Spaß auch mal Sheffield Dave genannt. Also so ich habe viele Pseudonyme früher, ne? Du weißt. Bitte? Früher in Hamburg haben nicht immer alle unter Dave gekannt. In Hamburg früher. Ah, ja. Szene und so. Ihn. Ja. Da war das nicht HP, das war Dave. Ja, das war. Ich habe eine Zeit lang mir zu jeder Single-Veröffentlichung neues Pseudonym überlegt. Das eine war Dave und den habe ich auch ein bisschen gefeatured so mit einem T-Shirt. Aber bei über 50 Singles, ich habe 50 Namen, die weiß ich selber nicht mehr alle. Aber Dave weiß ich noch. Aber ist schön, dass deine Oder auch Mutter. Der schöne Dave, so ironisch dann natürlich. Ne? Danny Dave. Es ist auf jeden Fall schön, dass deine Mutter einen von diesen Namen immer noch verwendet. Geht sie denn auch auf die Konzerte? Oder ja, ist sie eine also Zeit lang jedes Hamburg-Konzert ist ja jetzt wieder am, lass mich nicht lügen, 16. Februar. In der Barclay Arena, also da ist sie jedes Mal dabei. Mit Ohrstöpseln oder ohne? Also sie meistens ohne, sie sagt, sie will das Klangerlebnis voll. Wie alt ist sie denn? Darf man sowas sagen? Ja, so Mitte 70. Na, jung. Naja, und vor allen Dingen sieht sie auch viel jünger aus und ist gut drauf. Also 70 ist es neue 30. Auf jeden Fall. In dem Fall kann man das fast sagen. Ich habe vorhin schon mal kurz versprochen, dass wir heute auflösen werden, wie Hyper Hyper entstanden ist. Mhm. Und wie diese Idee entstanden ist, so reinzuschauten in die Songs, was ja kein Gesang ist, weil du rufst ja eigentlich was rein. Ja. Es hat auch mit einem Konzert in Hamburg zu tun und mit dem Partyveranstalter Michael Ammer. Das war mir total unbekannt, diese Anekdote. Das stimmt. Also wir hatten ja vor Hyper Hyper schon eine Single veröffentlicht. Das war Ende 93, deswegen jetzt auch 25 Jahre Scooter. Und das war aber so ein Instrumental. Und der Ammer hat mich ja so lange genervt am Telefon. Wir sollen noch bei seiner Bild-Szene-Party auftreten. Und ich sage, Mensch, wir haben noch ein Lied und eine B-Seite ist instrumental. Wieso sollen wir da auftreten? Er sagt, ja, das ist aber so ein halber Club-Hit, schon ganz gut. Naja, wir waren beim Soundcheck. Ich sage, ja, Jungs, also gebt mir mal ein Mikro, dann mache ich so ein bisschen Freestyle, mal sehen, was passiert. Aber ich stelle mich jetzt nicht eine Viertelstunde hinter das Keyboard und kann gar nicht Keyboard spielen. Wie sieht das denn aus? Und dann habe ich ein Mikro genommen und ich war ja zu der Zeit immer auf Raves und habe viele MCs so gesehen bei den Engländern, was die so machen. So ein bisschen rappen, ein bisschen die Leute anfeuern. Das habe ich eben auch gemacht. How are you doing? How are you? Und da habe ich immer Hyper, Hyper. Und da haben die Leute immer geschrien, waren in Ekstase. Und ich dachte, irgendwas passiert mit diesem Hyper, Hyper. Das habe ich dann noch 30 Mal geschrien. Nach der Show sagte Jens, mit dem machen wir heute noch auch unser Label, Konto und so. Jens sagt, ey, Spieler, müssen wir irgendwas draus machen? Ich sage, ja, auf jeden Fall. Hast du das mitgekriegt? Die Leute drehen völlig durch. Am nächsten Wochenende, wir in unser Kellerstudio, damals noch in Hannover, haben das Ding wie ich an zwei Tagen aufgenommen. Ich habe noch Kumpels angerufen, sag mal, hier, nenn mir noch mal ein paar deiner Lieblings-DJs. Ich wollte als C-Part alle DJs grüßen. Big Shout to, und dann geht das ja los. Westbam, Marusha und so weiter. Ich glaube, das waren 26. Ich habe 3 Wochen gebraucht, mir diese blöden DJs alle zu merken. Und ja, und so ging das dann los. Wie fanden die das, dann gegrüßt zu werden in dem Song? Am Anfang wusste keiner, was das eigentlich ist, wer wir sind, wo wir herkommen. Ja. Irgendwann wurde das ja so mega erfolgreich. Und dann gab es auch so, wie ich, dass die Leute einen gedisst haben. So, wollten das nicht. Und die taten so, als sei das eine Strategie gewesen, uns in die Szene einzuschleichen, obwohl wir gar nicht dazugehören. Wie ich kalt fanden wir die wirklich toll und haben nur gesagt, so hurra und wir grüßen euch alle. Und das Leben ist schön. Und also Marusha sagt mir auch noch was, weil ich damals eben auch mal so ab und zu mal so auf Raves war. Aber du bist natürlich derjenige, der jetzt immer noch wahnsinnig erfolgreich ist, auch kommerziell wahnsinnig erfolgreich. Wunderst du dich manchmal selber, dass du damit so erfolgreich bist? Und was zwar heißt über Jahrzehnte. Damit? Ja, mit diesem Kaum was du bist. Ja, ich muss sagen, was
differenzierter betrachtet, auch seitens der Feuilletons. Ja, viele halten es schon fast für Dadaismus, ja, und diese Sätze. Ja. Also, ja, also es gibt verschiedene Sichtweisen, wie ich gelernt habe. Und also wir waren schon immer überzeugt von dem. Wir haben natürlich oft oder meistens auch wirklich eine starke Hook, eine starke Melodie. Mhm. Ich finde, egal wie hart so ein Track ist oder ob das sehr technoid ist oder wie auch immer, aber sobald sich das auflöst im Break durch eine tolle Harmonie oder Melodie, hat es ja auch einen kommerziellen Aspekt und ist eben nicht so rein monoton wie die Musik, die man im Club hört. Mhm. Das war eigentlich so unser vielleicht ja, Geheimnis dahinter. Mhm. Also das ist unsere Musik. Okay. Und wenn wir das nächste Jubiläum feiern, dann wünschen wir uns, dass du so ein bisschen reinschautest vielleicht. Dann laden wir dich nämlich wieder ein. Vielen Dank, dass du bei uns bist. Sehr gerne. H.P. Wetzler von Scooter. Nein, wir nicht wirklich. Von nie selten jemand so entspannt über seine Arbeit reden gehört. Judith, du musst mir noch mal bestätigen, ist die Sendung jetzt wirklich zu Ende? Die Sendung darf ist jetzt wirklich zu Ende. Du darfst jetzt auch moderieren. Meine Damen und Herren, es war wunderbar. Vielen, vielen Dank Ihnen allen hier in dieser Runde. Es war höchst unterhaltsam und informativ und alles. Und Ihnen, dass Sie uns zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, in 5 Wochen. Und hier geht's jetzt weiter mit Inas Nacht. Viel Spaß dabei. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Ciao und auf Wiedersehen. Tschüss, ciao. Gute Nacht.